Hallo, liebe Abonnenten. Aus technischen Gründen können wir auf diesem Kanal keine neuen Videos mehr hochladen. Deshalb laden wir Sie zu unserem neuen Kanal ein, auf dem wir Sie täglich mit neuen Videos begeistern werden. Klicken Sie auf den Link des neuen Kanals, was in den Kommentaren unter diesem Video behoben wird. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Viel Spaß beim Ansehen. Im August 1986 wird die 32-jährige Hausfrau und Mutter Betty Woolseifer von einem Einbrecher erwürgt. Ihr Ehemann Glenn wird ebenfalls angegriffen, überlebt aber. Sein Bruder Neil, der schräg gegenüber wohnt, kommt als erster zum Tatort. Wenige Monate später stirbt auch er. Einige Leute behaupten, Neil musste sterben, weil er zu viel wusste. Glenn und Betty Woolseifer sind seit 9 Jahren verheiratet, kennen sich aber schon über 20 Jahre. Glenn hat Zahnmedizin studiert. Nach seinem Studium ziehen Betty und er in seine Heimatstadt Wilkes-Barre in Pennsylvania, um dort eine Praxis zu eröffnen. Glenn Woolseifer kauft ein Haus in der Birch Street gegenüber vom Haus seines jüngeren Bruders Neil. Die Brüder haben ein sehr enges Verhältnis. Als Glenn und Betty Tochter Danielle bekommen, scheint ihr Leben perfekt zu sein. Aber am Samstag, den 30. August 1986, passiert ein Unglück. Am frühen Morgen ruft Glenn Woolseifer seinen Bruder Neil an und berichtet ihm, ein Mann sei in sein Haus eingebrochen. Neil kommt sofort, findet Glenn verletzt und ruft die Polizei. Als die Polizei eintrifft, liegt Glenn Woolseifer im Erdgeschoss auf dem Boden. Mehrfach verliert er das Bewusstsein. Die Zimmer im oberen Stockwerk wurden durchwühlt und die Schubladen entleert. Einer der Beamten ging nach oben und fand die 5-jährige Tochter schlafend im Bett. Dann ging er ins Schlafzimmer und fand Betty auf dem Boden. Sie war tot. Bettys Körper liegt neben dem Bett auf dem Boden. Um ihren Hals sind Würgemale und im Gesicht ist sie scheinbar heftig geschlagen worden. Es war offensichtlich Mord. Das konnte man an den Spuren an ihrem Hals sehen. Sie wurde brutal angegriffen. Scheinbar ist der Einbrecher über eine Leiter auf das Dach geklettert und durch ein Fenster im 2. Stock eingestiegen. Die Fensterscheibe wurde entfernt und auf das Vordach gelegt. Glenn Woolseifer sagt aus, er habe gegen 6 Uhr plötzlich ein lautes Geräusch im Haus gehört. Er schnappt sich seine Waffe und geht in den Flur. Dort sieht er einen maskierten Mann die Treppe herunterlaufen und folgt ihm. Der Einbrecher überrascht ihn von hinten, würgt Glenn mit einem Gürtel und schlägt ihn bewusstlos. Als Glenn einige Zeit später wieder zu Bewusstsein kommt, ruft er seinen Bruder an. So etwas war in Wilkes-Barre noch nie passiert. Wenn es Morde gab, dann wegen einer Schießerei auf der Straße. Sachen, die Sinn machten. Dass eine nette junge Frau in ihrem Haus ermordet wird, konnten viele Leute nicht verstehen. Glenn Woolseifer teilt der Polizei mit, dass in seinem Schreibtisch $1.300 fehlen, sowie Gold- und Diamantschmuck und ein Hausschlüssel. Etwas macht die Polizei stutzig. Der Telefonhörer in der Küche ist nicht eingehängt. Ist das ein Hinweis, dass das Verbrechen nur inszeniert wurde? Vielleicht hat Glenns Bruder Neil nach seinem Anruf bei der Polizei aber auch nur vergessen, den Hörer aufzulegen. Die Nachricht über Betty Woolseifers Tod und den Angriff auf ihren Mann Glenn erschüttert die Gemeinde von Wilkes-Barre.
Dr. Glenn Woolsiefer ist ein erfolgreicher Zahnarzt. Seine Frau arbeitete ehrenamtlich bei Wohltätigkeitsverbänden. Sie waren ein beliebtes Paar. In letzter Zeit hat es in der Nachbarschaft der Woolsiefers schon einige Einbrüche gegeben. Da im Haus der Woolsiefers Schmuck und 1.300 Dollar fehlen, vermutet die Polizei einen Raubüberfall. Sie untersucht das Haus nach möglichen Spuren. Auf der Innenseite der Fensterbank entdecken die Ermittler einen Teil eines Handflächenabdrucks, der von keinem der Familienmitglieder stammt. Dr. George Hudock führt die Autopsie an Betty Woolsiefer durch. Der Rechtsmediziner findet keinen Hinweis auf einen sexuellen Übergriff. Die Todesursache ist Erdrosseln, was 3 bis 5 Minuten gedauert hat. Offensichtlich hat in dieser Zeit ein heftiger Kampf um Leben und Tod stattgefunden. Ich glaube, sie hat sich mit voller Kraft gewehrt und denjenigen, der sie überfallen hat, dabei auch verletzt. Kleinste Spuren an einer Leiche können oft wichtige Hinweise auf den Täter liefern, weiß der Faserexperte Dr. Dietrich Inhülsen. Wenn es zwischen Täter und Opfer zu einem intensiven textilen Kontakt gekommen ist, dann ist zu erwarten, dass gerade unter den Fingernägelabschnitten entsprechende textile Mikrospuren vorzufinden sind. Unter Bettys Fingernägeln werden blaue Fasern und etwas Blut gefunden. Das heißt, sie muss ihrem Mörder sehr nah gewesen sein. Dr. Hudock bemerkt etwas Ungewöhnliches. Trotz des heftigen Kampfes ist kein Blut auf Bettys Nachthemd und nur sehr wenig auf ihrem Gesicht. Das fiel mir gleich auf, als wir ihren Körper sahen. Man braucht kein ausgebildeter Pathologe zu sein, um zu erkennen, dass da etwas verdächtig ist. Trotz all der Verletzungen an ihrem Mund und an ihrem Hals war kein bisschen Blut auf dem Gesicht und ihrer Kleidung. Scheinbar hat der Mörder Betty nach seiner Tat gewaschen und ihr ein neues Nachthemd angezogen. Die Polizei sucht im Haus und in der gesamten Umgebung vergeblich nach Bettys blutigem Nachthemd. Da ihr Körper neben dem Ventilator lag, ist es schwierig, die Todeszeit zu bestimmen. Dr. Hudock schätzt, dass Betty Woolsiefer zwischen 2.30 Uhr und 4.30 Uhr morgens ermordet wurde. Also 2 bis 4 Stunden, bevor Glenn den Einbrecher hörte. Und es gibt noch eine Unstimmigkeit. Die Ärzte im Krankenhaus stellen Verletzungen im hinteren Halsbereich von Glenn Woolsiefer fest. Er behauptet jedoch, dass der Einbrecher ihn von hinten drosselte. Rechtsmediziner wie Dr. Christian Schümer können anhand von Art und Stelle der Verletzungen Rückschlüsse auf den Tathergang ziehen. Kommt es zu einer echten Strangulation durch einen Täter, der von hinten angreift, werden wir üblicherweise eine etwa horizontal verlaufende Strangmarke im vorderen Anteil des Halses feststellen können. Dies setzt natürlich voraus, dass an dieser Stelle keine Bekleidung den Abdruck oder das Abzeichnen dieser Strangmarke verhindert. Es sieht so aus, als wäre Glenn von vorne an seiner Goldkette gezogen worden. Finde ich bei einer zu untersuchenden Person im Nackenbereich zirkuläre oder angedeutet zirkuläre Strangmarken, Abdruckmarken, Hautabschürfungen, dann gehe ich in erster Linie davon aus, dass die Gewalt von vorne kommend gewirkt hat. Und das entspricht nun mal nicht der normalen Drosselungssituation, die genau die umgekehrte Richtung hätte. Wenn jemand bei einem Kampf sehr kräftig von vorne gezogen wird, können die Muskeln beschädigt werden, die den Kopf stützen. Diese Verletzung diagnostizieren die Notärzte bei Glenn Woolsiefer. Er hat auch Kratzer auf seiner Brust, die in Richtung seiner linken Brusthälfte verliefen. Es sah nach Kratzspuren aus, vermutlich verursacht durch Fingernägel oder durch ein Zerren an der Brust. Als die Ermittler Glenn Woolsiefers Berufsleben überprüfen, finden sie eine mehr private als berufliche Beziehung zu seiner Zahnarzthelferin heraus.
Die beiden haben seit 5 Jahren eine Affäre. Sie erzählt den Ermittlern, dass sie hoffte, Glenn würde seine Frau für sie verlassen. Doch als sie herausfindet, dass Glenn noch eine weitere Affäre mit einer Aerobic-Lehrerin hat, beendet sie die Beziehung. Motelquittungen beweisen, dass Glenn sich manchmal mit beiden Frauen am selben Tag getroffen hat. Er hatte nicht nur eine Affäre, mit der er seine Ehefrau betrug, sondern er hatte 2 und betrug auch noch seine Freundin. Glenns Affären lassen vermuten, dass seine Ehe nicht so glücklich war, wie es den Anschein hatte. Er sagt aus, er sei in der Mordnacht in einem Nachtclub gewesen und gegen 2.30 Uhr nach Hause gefahren. Dort, so behauptet er, hätte er sofort geschlafen, bis zum Eindringen des Einbrechers. Am Morgen nach dem Mord hat die Polizei Videoaufnahmen gemacht. Darauf sieht man, dass auf dem Auto von Glenn kein Tau ist, während das Auto seiner Frau mit Tau bedeckt ist. Um diesen Unterschied zu verstehen, setzt sich die Polizei mit dem Meteorologen Dr. Joseph Sobel in Verbindung. Tau fällt nicht vom Himmel. Er ist kein Niederschlag wie Regen oder Schnee, die sich in Wolken bilden und durch die Atmosphäre auf den Boden fallen. Tau ist Feuchtigkeit, eine Kondensation, die sich auf einem Grashalm, einem Dach oder einem Auto oder eben einem Objekt bildet, das sich während dieser Zeit draußen befindet. Am Nachmittag des Mordtages ist es 21 Grad warm. Die Tautemperatur wird bei 10 Grad erreicht. Dann ist die Feuchtigkeit in der Luft kalt genug, um sich von Gas in Flüssigkeit zu verwandeln, das heißt Tau zu bilden. Wir wissen, dass die Nacht klar war. Das zeigten unsere Wetterbeobachtungen. Es war sehr kühl, sodass die Temperatur erheblich gesunken ist und es war nur sehr leicht oder gar nicht windig. Wir wissen auch, dass der Fluss in der Nähe ist, der weitere Feuchtigkeit bringt. Um 23 Uhr fällt die Temperatur auf 10 Grad. Glenn Woolsiefer behauptet, dass er gegen 2.30 Uhr nach Hause gefahren ist. Als die Polizei morgens kommt, liegt kein Tau auf seinem Auto. Wäre Glenn gegen 2.30 Uhr nach Hause gefahren, müsste auf seinem Auto aber Tau liegen, genau wie auf dem Auto seiner Frau. Das kann nur eins bedeuten. Jemand muss mit Glenns Auto irgendwann nach seiner Rückkehr und vor der Ankunft der Polizei gefahren sein. Auch auf dem Dach des Hauses ist Tau, aber die Polizei findet darin keine Fuß- oder Handabdrücke. Wurde der Einbruch in der Mordnacht nur inszeniert? Der fehlende Tau auf Glenn Woolsiefers Auto ist im Mordfall von Betty Woolsiefer ein wichtiger Hinweis. Auf dem Dach sucht die Polizei vergeblich nach Fuß- oder Handabdrücken des vermeintlichen Einbrechers. Die Überprüfung der Leiter verwundert die Polizei, denn ihre Sprossen zeigen zum Haus. Der Handflächenabdruck, der auf der Fensterbank entdeckt wurde, und der Glenns Geschichte stützt, kann nicht identifiziert werden. Die Polizei untersucht auch, ob Glenns Bruder Neil etwas mit dem Mord zu tun haben könnte. Neil ist als erster am Tatort und derjenige, der die Polizei alarmiert. Als diese ins Haus kommt, ist der Telefonhörer nicht aufgelegt. Verdächtig ist vor allem, dass Neil nicht nach oben gegangen ist, um nach Glenns Frau und der 5-jährigen Danielle zu schauen, sondern unten auf die Polizei gewartet hat. Weder Neil noch Glenn gingen nach oben, um nach Betty oder Danielle zu sehen. Das fand ich seltsam. Die meisten Menschen würden sofort nach ihren Liebsten sehen. Neil leugnet, in das Verbrechen verwickelt zu sein. Aber er weigert sich, einen Lügendetektortest zu machen.
Viele Leute denken, dass Neil über alles Bescheid wusste, dass Glenn ihm erzählt hat, was geschehen ist und ihn darum bat, ihm zu helfen und sich mit ihm eine Geschichte auszudenken. Manche denken sogar, dass es Neil war, der Glenn auf den Kopf geschlagen hat. Andere glauben, dass Neil nur vermutete, was geschehen ist. Er brauchte nur 2 und 2 zusammenzählen und das zu ergänzen, was sein Bruder ihm vielleicht erzählt hat. Allein der Gedanke war zu viel für ihn. Neil wird zu einer Befragung ins Gericht gebeten, doch dort kommt er nie an. Er erschien nicht zur angegebenen Zeit. Mein Kollege verließ das Zimmer und als er zurückkam, sagte er, dass Neil Woolsifer tot ist. Neil hatte einen tödlichen Unfall. Ich war schockiert. Wir fanden heraus, wo der Unfall passiert ist und fuhren dahin. Es war grausam. Er fuhr am Gericht vorbei, ein paar Kilometer weiter und dann direkt vor einen Lastwagen. Er war sofort tot. Die Ermittler können keine Bremsspuren finden. Es scheint, als sei Neil Woolsifer absichtlich vor den LKW gefahren. Der Rechtsmediziner stellt Selbstmord als Todesursache fest. Ich fand es traurig, dass ein Unschuldiger in ein Verbrechen verwickelt wurde und wegen Schuldgefühlen sterben musste. Wenn jemand stirbt, dann leiden viele darunter. Wir wissen, dass man Freude miteinander teilen kann. Aber trauern tut jeder für sich allein. Joy can be shared with others, but how grief can only be endured alone. I don't think Neil would ever want to hurt. Ich glaube, Neil hätte niemals jemandem Schaden zufügen können. Selbst nicht mit dem Wissen über seinen Bruder. Meine Schwester ist tot und er ist erschüttert. Ich denke, ich kenne ihn gut genug, um zu behaupten, dass er keinen anderen verletzen wollte. Aber er hat sich selbst verletzt. Was Neil Woolsifer über den Mord wusste, nimmt er mit ins Grab. Glenn Woolsifer ist der Hauptverdächtige für den Mord an seiner Frau. Das Bild von der perfekten amerikanischen Familie war nur Fassade. Vor ihrem Tod erzählt Betty Woolsifer Freunden von Glenns Affären und dass sie das nicht länger mitmachen will. Bettys Freundinnen sagten uns, dass sie sehr wütend auf ihn war. Sie regte sich darüber auf, dass er nachts ausging und erst gegen Morgen zurückkam. Einige Freundinnen gaben ihr den Rat, ihn damit zu konfrontieren und gerade raus zu fragen, was das soll. Der FBI-Beamte Doug Diedrich untersucht die Fasern unter Betty Woolsifers Fingernägeln. Vielleicht können sie einen Hinweis liefern, ob es einen Kampf zwischen Glenn und seiner Frau gab. Die Fasern stammen von einem blauen Jeansstoff. Mit Hilfe der Mikrospektralfotometrie untersucht Diedrich das Farbspektrum der Fasern. Das Ergebnis? Der Farbstoff stimmt mit dem von Glenn Woolsifers Jeanshemd überein, das er nur wenige Stunden vor dem Mord an seiner Frau getragen hat. Diedrich untersucht auch mehrere Kopfhaare, die auf der Bettdecke neben Bettys Körper gefunden wurden. Die Haare wurden gewaltsam ausgerissen. Er vergleicht sie mit Haarproben von Glenn Woolsifer. Laut den Labortests stimmten die ausgerissenen Haare auf der Bettdecke mit den Haaren ihres Ehemanns überein. Ich untersuchte auch andere Haare auf dem Bettzeug und den Handtüchern. Alle Haare stammten von den Personen, die im Haus lebten. Offensichtlich gab es einen Kampf zwischen dem Paar. Darauf weisen auch Glenn Woolsifers Halsverletzungen hin. Am 5. November wird Glenn Woolsifer wegen Mordes angeklagt, hält sich aber weiterhin für unschuldig. Die Staatsanwälte rekonstruieren den Verlauf des Verbrechens so. Am Nachmittag vor dem Mord trifft Glenn die Zahnarzthelferin, um mit ihr zu schlafen.
Ein paar Stunden später will Glenn seine zweite Geliebte in einem Nachtclub treffen, doch ihr Ehemann ist auch anwesend. Gegen 2.30 Uhr fährt Glenn nach Hause. Betty ist noch wach und konfrontiert ihn mit seinen Affären. Der Streit wird gewalttätig. Betty kämpft um ihr Leben. Sie zieht an Glenns Haaren und greift sein Hemd. Als sie kräftig an seiner Kette zieht, wird er am Hals verletzt. Nach dem Mord beseitigt Glenn das blutige Nachthemd seiner Frau und wäscht ihren Körper, womit er vermutlich seine Tat verschleiern will. Die Staatsanwälte glauben, dass Glenn das blutige Nachthemd mit seinem Auto weggebracht hat. Dabei ist der Tau auf dem Auto verschwunden. Als er zurückkommt, inszeniert er einen Einbruch. Zuerst lehnt er, allerdings verkehrt herum, die Leiter gegen die Hinterseite des Hauses. Dann entfernt er die Fensterscheibe und durchwühlt einige Zimmer. Die Staatsanwälte wissen nicht, ob Glenn sich den Schlag auf seinen Hinterkopf selbst zugefügt hat oder sein Bruder ihm dabei geholfen hat. Unklar ist ebenfalls, ob der baumelnde Telefonhörer zur Inszenierung gehörte oder ob Neil Woolseifer vergessen hat, aufzulegen. Nun müssen die Geschworenen zwischen Glenn Woolseifers Einbruchsgeschichte und dem von der Staatsanwaltschaft geschilderten Tathergang entscheiden. Doch Woolseifers Geschichte ist vor allem wegen einer Tatsache nicht stimmig. Weder Glenn noch sein Bruder sind nach dem lebensgefährlichen Kampf nach oben gegangen, um nach Betty und Tochter Danielle zu sehen. Stattdessen warten sie auf die Polizei. Da ist ein großer, kräftiger Typ wie Glenn, der angeblich nicht in der Lage ist, sich gegen einen Einbrecher zu wehren. Und da ist ein Vater und Ehemann, der auf dem Boden liegt und nicht mal danach fragt, wie es seiner Frau geht, sich nicht darum kümmert, wie es seiner Familie geht. Die Geschworenen konnten sich daraus ihr eigenes Bild machen. Sein Verhalten passte einfach nicht zu einem liebenden und fürsorglichen Ehemann und Vater. Glenn Woolseifer wird wegen Totschlags zu 8 Jahren Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Benjamin Franklin sagte einmal, 3 können ein Geheimnis für sich behalten, wenn 2 von ihnen tot sind. Doch in diesem Fall lüftete die Rechtsmedizin das Geheimnis. Rätselhaft ist auch ein Fall in Kalifornien. Dort bricht ein Patient in der Praxis seines Arztes zusammen und stirbt an einem Herzinfarkt. Doch wie so viele Geschichten aus Hollywood ist auch diese pure Fiktion. Der Patient und sein Arzt sind nur 2 von mehreren Personen in einem mysteriösen Mordfall. Dr. Richard Box ist Neurologe. Er praktiziert nicht weit von Hollywood in Glendale, Kalifornien. Er war verheiratet, hatte Kinder und eine riesige Villa. Ein gutes Leben in jeder Hinsicht. Er fuhr einen Rolls-Royce, seine Frau einen Jaguar. An einem Samstagmorgen im April 1988 ruft Dr. Box den Notarzt. Ein Patient hat in seiner Praxis einen Herzinfarkt erlitten. Box behauptet, ein EKG gemacht zu haben, das völlig normal war. Als er für einen Moment das Untersuchungszimmer verlassen hatte, sei der Patient zusammengebrochen. Als die Notärzte um 7.15 Uhr eintreffen, ist der Patient bereits tot. Der 42-jährige Gene Hansen ist seit Jahren Patient von Dr. Box gewesen. Kreditkarten und eine Geburtsurkunde in seiner Brieftasche bestätigen die Identität. Doch die Notärzte sind misstrauisch, denn der Körper ist kalt
und die Leichenstarre hat bereits eingesetzt. Bei einem frisch Verstorbenen werden wir naturgemäß weder Totenstarre noch Totenflecken vorfinden und die Körpertemperatur wird sich auch anfühlen wie die eines noch Lebenden. Erst mit zunehmender Liegezeit werden sich dann diese Kennzeichen ausbilden. Die Körpertemperatur wird langsam an der Oberfläche abnehmen. Ob man es dann fühlen kann, ist die zweite Frage. Was der leichenschautuende Arzt aber in jedem Fall feststellen kann, ist die zunehmende Intensität der Totenstarre in den zunächst kleinen, dann größeren Gelenken und natürlich die Ausbildung der Totenflecken an der zutiefst liegenden Stelle des Leichnams. Sergeant James Laurie ist einer der ersten am Tatort. Die Arterien oder Venen im Gesicht schienen geplatzt zu sein. Er hatte Flecken im Gesicht. Ich habe schon viele Tote, natürliche und unnatürliche Todesfälle gesehen. Und ich hatte den Eindruck, dass dieser Mann schon längere Zeit tot war. Um die Todeszeit von Hansen zu ermitteln, wird die Temperatur seiner Leber mit der Zimmertemperatur verglichen. Beim Abfall der Körpertemperatur nach dem Tode muss man insofern differenzieren, als die Körperoberflächentemperatur abhängig von der Bekleidung relativ schneller absinkt. Die sogenannte Körperkerntemperatur, die wir zum Beispiel über die Messung im Rektum ermitteln können mittels Thermometer, wird wesentlich langsamer sinken. Zunächst einmal nach dem Tode ein gewisses Plateau und dann etwa 0,5 bis 1 Grad Celsius je nach Umgebungsbedingungen pro Stunde. Die normale Körpertemperatur eines Menschen beträgt etwa 36 Grad. Die Zimmertemperatur betrug 22 Grad, die Körpertemperatur 30. Demnach war die Person schätzungsweise seit 6 bis 7 Stunden tot. Das bedeutet, dass Hansen zwischen 2 und 3 Uhr morgens gestorben ist, also mehrere Stunden vor dem Notruf von Dr. Box. Circa 6 Stunden nach dem Tod dürfte man bei einer Leiche unter durchschnittlichen Umgebungstemperaturen erwarten, dass sich eine erste Abkühlung der Hautoberfläche fühlbar macht. Des Weiteren wird die Totenstarre in den wesentlichen Gelenken bereits ausgeprägt sein, wenn auch noch nicht vollständig. Totenflecken wird man ebenfalls lagegerecht an den abhängigen Partien vorfinden dürfen. Sergeant Laurie ist aus verschiedenen Gründen misstrauisch. Dr. Box ist ein Neurologe und damit Spezialist für neurologische Erkrankungen. Warum behandelt er einen Patienten, der Brustschmerzen hat? Und es scheint so, als hätte Dr. Box keine erste Hilfe geleistet. Ich sah Dr. Box an und bemerkte, dass seine Kleidung ordentlich saß. Er war korrekt gekämmt und kein bisschen verschwitzt. Ich weiß aber, wie anstrengend es ist, erste Hilfe zu leisten. Aufgrund der Widersprüche glaubt die Polizei, dass Dr. Box lügt. Mir war klar, dass diese Person nicht so gestorben ist, wie Dr. Box es erzählte. Ich wusste es nicht, aber vielleicht war da eine Liebesgeschichte im Spiel oder eine Überdosis Drogen. Jedenfalls gab es andere mögliche Erklärungen für das Geschehene. Als die Polizei die Praxis des Arztes durchsucht, entdeckt sie einige merkwürdige Utensilien. Bei der Durchsuchung wurden diverse Sexspielzeuge im Untersuchungszimmer des Arztes gefunden. Sie lagen in den Schubladen der Schränke, während er die Patienten behandelte. Eine seltsame Art, eine Praxis zu führen. Erst 2 Wochen zuvor hatte die Polizei ein anderer Fall in Dr. Box Praxis beschäftigt. Ein Mann namens Bruce Smith hatte behauptet, von Dr. Box mit einem Elektroschocker angegriffen worden zu sein. Smith und Box hatten sich in der Nacht zuvor in einer Schwulenbar getroffen. Die Polizei vermutet, dass es ein Streit zwischen Liebenden war. Seit ein paar Jahren hat Dr. Box private und berufliche Schwierigkeiten. Mehrere Krankenhäuser boykottieren den Arzt, er bringt eine Scheidung hinter sich und gesteht öffentlich, homosexuell zu sein.
Die Polizei findet heraus, dass Dr. Box regelmäßig in Sadomaso-Clubs verkehrt. In gewisser Weise sind wir sexuell Geächtete. Sadomaso-Praktiken beim Geschlechtsverkehr werden von der Allgemeinheit als nicht legitim betrachtet. Die Polizei hofft, dass die Autopsie enthüllt, was sich in Dr. Box Praxis abgespielt hat. Eine Textilfirma in Columbus, Ohio, namens Just Sweats. Das ist ein Werbespot für Just Sweats. John Hawkins spielt selbst in den Werbespots mit. Es schien so, als lief ihre Firma bombig. Sie hatten ungefähr 20 Boutiquen, fuhren schicke Autos und führten ein Luxusleben. Gene Hansons Körper wird eingeäschert und seine Asche im Pazifischen Ozean verstreut. John Hawkins ist Alleinerbe des Vermögens inklusive einer Lebensversicherung in Höhe von $1 Million. Nach der Beerdigung kehrt Hawkins nach Ohio zurück und verschwindet dann. Er fuhr mit seinem Mercedes Cabrio zum Flughafen, ließ ihn dort mit offenem Dach stehen und stieg mit $1 Million ins Flugzeug. Um die Akte Hansen endgültig schließen zu können, erbittet die Versicherung eine Führerscheinkopie des Toten. Führerscheine enthalten in Kalifornien nicht nur ein Passbild, sondern auch einen Fingerabdruck. Der Fingerabdruck auf Hansens Führerschein wird mit dem aus der Pathologie verglichen. Die Abdrücke stimmen nicht überein. Die Versicherungsgesellschaft meldet dies der Polizei. Die Polizei prüft daraufhin ihre vermissten Akten. Ein 32-jähriger Buchhalter namens Alice Green ist verschwunden. Anhand eines Fotos des verstorbenen Patienten identifiziert die Familie den Toten als Alice Green. Als die Polizei Dr. Box zur Rede stellt, ist er schockiert. Er sagt aus, er habe seinen Patienten nur unter dem Namen Gene Hansen gekannt. Lieutenant Perkins überprüft nun die Patientenakte von Gene Hansen und entdeckt Hinweise auf ein skrupelloses Mordkomplott. Wie und warum ist Gene Hansen alias Alice Green gestorben? Dr. Box hat laut der Patientenakte an 3 verschiedenen Terminen ein EKG durchgeführt. Als die Ermittler die Streifen der EKG-Kurven näher betrachten, finden sie jedoch heraus, dass nur ein EKG gemacht wurde. Die Streifen lassen sich wie ein Puzzle zusammensetzen. Als ich die Streifen der 3 EKGs aneinanderlegte, sah ich, dass die abgetrennten Ränder perfekt zueinander passten. Außerdem passten die roten Kästchen auf den einzelnen Streifen genau aneinander, ebenso wie die weißen Enden am Rand des Papiers. Dr. Box hatte den Ausdruck des EKGs in 3 Streifen geteilt und auf die Rückseite unterschiedliche Daten geschrieben. Er hatte sie zerrissen, was uns die Arbeit erleichterte. So konnten wir nun ohne Zweifel belegen, dass die Patientenakte unecht oder gefälscht war. Noch einmal wenden sich die Ermittler dem Toten zu.
Alice Greens Blut- und Gewebeproben werden weiteren Tests unterzogen. Die Gaschromatographie kann hunderte von giftigen Chemikalien im menschlichen Gewebe identifizieren. Doch es wird nichts gefunden. Ein zweiter Rechtsmediziner prüft die Autopsiebefunde. Auf den Fotos bemerkt er Verfärbungen in Greens Gesicht, die auf Ersticken hindeuten. Im Zusammenhang mit Todesfällen durch Ersticken finden wir oft punktförmige Blutaustritte in den Augen- und Lidbindehäuten. In extremen Fällen können die auch die gesamte Gesichtsseite, Hals- und Dekolletébereich betreffen. Die Verfärbungen sind oft unscheinbar und verschwinden kurz nach dem Tod. Obwohl Dr. Box weiterhin seine Unschuld beteuert, wird er wegen Mordverdachts verhaftet. Hat er allein gehandelt oder war John Hawkins beteiligt? Und wo ist der echte Gene Hansen? Als die Ermittler Dr. Box' Finanzen überprüfen, stoßen sie auf Geldprobleme. Durch eine Fehlinvestition in ein Unternehmen hat der Arzt viel Geld verloren. Als wir seine Wohnung durchsuchten, fanden wir in einem Badezimmer eine Badewanne, die nicht mit Wasser gefüllt war, sondern mit vielen Rechnungen, die an ihn gerichtet waren. Ähnlich sieht es auch mit der Textilfirma von Gene Hansen und John Hawkins aus, die große finanzielle Verluste macht. Ein Ausweg aus dem Finanzdilemma wäre viel Geld gewesen. Die Lebensversicherung war eine attraktive Lösung. Sollte hinter dem Mord an Alice Green ein Versicherungsbetrug stecken, dann, so glauben die Ermittler, sind Dr. Box, Gene Hansen und John Hawkins gemeinsam darin verwickelt. Ich weiß nicht, wie sie sich getroffen haben, aber sowohl Hawkins als auch Hansen waren Patienten von Boggs. Sie kannten sich seit Jahren. Der inszenierte Mord an Hansen könnte seit einem Jahr geplant sein. Anruflisten beweisen den ständigen Kontakt des Trios. Die Telefonanrufe deuteten auf eine Verschwörung hin. Jedes Mal, wenn sie etwas in diesem Fall planten, stieg die Anzahl der Telefongespräche zwischen den dreien. Gene Hansen schließt eine Lebensversicherung ab und belügt Freunde und Kollegen mit einer angeblichen AIDS-Erkrankung. Er plant einen Umzug nach Kalifornien. Vor dem Umzug setzt er John Hawkins als Alleinerben ein. Seine Familie streicht er aus dem Testament. Das Ganze war bis ins kleinste Detail geplant, sodass nichts schiefgehen konnte und kein Verwandter wie zum Beispiel seine Mutter kommen und behaupten konnte, dass der Tote gar nicht ihr Sohn ist. Die Polizei glaubt, dass Hansen und Box Alice Green in einer Bar im Norden Hollywoods kennengelernt haben. Green ist zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Er erfüllte alle Voraussetzungen. Er sieht Hansen ähnlich, ist HIV-positiv und sehr betrunken. Soweit wir wissen, war Green ein sehr freundlicher Mann. Wahrscheinlich haben sie ihn eingeladen und er ist mitgegangen, ohne zu wissen, welches Schicksal ihm droht. Während die Notärzte versuchen, Alice Green wiederzubeleben, checkt ein Mann, auf den die Beschreibung von Gene Hansen passt, unter falschem Namen in einem Hotel ein. Es ist nur ein paar Blocks von Dr. Box Praxis. Als Alice Green für tot erklärt wird, fliegt John Hawkins von Ohio nach Kalifornien. Er identifiziert Greens Leichnam als Gene Hansen, lässt die Leiche einäschern und kassiert die Lebensversicherung. Danach verschwinden Hawkins und der echte Gene Hansen. Sie lassen die ruinierte Textilfirma und Dr. Box zurück.
Die Jagd nach Gene Hansen und John Hawkins dauert 3 Jahre und geht um die ganze Welt. Ein Tipp führt die Polizei zu einem Haus in Florida. Der Fingerabdruck auf einem Glas verrät Gene Hansen als Bewohner des Hauses. Doch es gibt auch Hinweise, dass Hansen das Land verlassen hat. Einige Monate später wird Hansen auf dem Flughafen von Dallas verhaftet. Er kommt aus Mexiko und fällt dem Sicherheitspersonal durch sein merkwürdiges Verhalten auf. Er hat zahlreiche Narben von plastischen Operationen und Haartransplantationen. Er leugnet, Gene Hansen zu sein. Unter den Papieren findet sich Alice Greens Führerschein. Neben mehreren gefälschten Ausweisen hat er auch ein Buch mit dem Titel »Wie man eine neue Identität erschafft« bei sich. Doch seine Fingerabdrücke stimmen mit denen vom echten Gene Hansen überein und er wird verhaftet. Viel schwieriger ist es, John Hawkins zu finden. John Hawkins war ein Chamäleon. Er konnte sich jedem Lebensstil und jeder Umgebung anpassen und hatte das nötige Geld dazu. Hawkins reist 3 Jahre lang mit dem Geld der Lebensversicherung um die Welt. Global wird auch nach ihm gefahndet. Tonight on America's Most Wanted. In Amsterdam sieht eine Frau im Fernsehen, dass John Hawkins wegen Mordes an Alice Green gesucht wird. Die Frau ist eine frühere Geliebte. Anhand der Informationen dieser Frau findet die Polizei Hawkins vor der Küste von Sardinien auf einem roten Katamaran namens Carpe Diem. Nutze den Tag. Als sie John Hawkins zur Rede stellten, wurde er sehr unangenehm. Er behauptete, er sei nicht der, für den sie ihn hielten, sondern ein Engländer namens Bradley Bryant. Er zeigt einen gültigen britischen Reisepass und beschuldigte sie, einen schrecklichen Fehler zu machen. Doch anhand von Fingerabdrücken wird auch er eindeutig als John Hawkins identifiziert. Die Staatsanwälte glauben, dass Box, Hansen und Hawkins sich wegen finanzieller Probleme zusammentaten und den Versicherungsbetrug geplant haben. Dr. Box' Aufgabe war es, jemanden zu töten und ihn als Gene Hansen auszugeben. Zuerst versucht er es mit Bruce Smith, den er in einer Schwulenbar kennenlernt. Er nimmt ihn mit in seine Praxis und greift ihn mit dem Elektroschocker an. Doch Smith entkommt. 2 Wochen später kommt Gene Hansen dazu. Gemeinsam suchen sie ein neues Opfer. In einem Nachtclub lernen Box und Hansen gegen Mitternacht Alice Green kennen. Green ist völlig betrunken. Box und Hansen nehmen Green mit in die Praxis. Mit dem Elektroschocker überwältigen sie ihn und ersticken den ahnungslosen Mann mit einem Kissen. Dr. Box bleibt mit dem Toten allein, begeht aber einige Fehler. Gestorben ist Green kurz nach Mitternacht. Box ruft den Notarzt aber erst um 7 Uhr morgens. Als die Notärzte eintreffen, ist der Körper schon kalt und die Leichenstarre hat bereits eingesetzt. John Hawkins, Gene Hansen und Dr. Richard Box werden wegen Mordes, Verschwörung und Versicherungsbetrug angeklagt. Vor Gericht legen die Staatsanwälte rechtsmedizinische Befunde vor, die beweisen, dass Alice Green erstickt wurde.
und sie beweisen, dass Gene Hansen sich am Mordtag in einem Hotel eingemietet hat. Die Verteidigung behauptet, Alice Green sei eines natürlichen Todes gestorben, begünstigt durch den hohen Alkoholgehalt im Blut. Die Geschworenen sind anderer Meinung. Dr. Box und Gene Hansen werden wegen Mordes, Verabredung zum Mordkomplott und Versicherungsbetrug schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. John Hawkins wird wegen Verabredung zum Mordkomplott und wegen Versicherungsbetrug schuldig gesprochen und zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Dank guter Polizeiarbeit und dank der Gerichtsmedizin wurde ein Verbrechen aufgeklärt und ein weiteres verhindert. Die Ermittler fanden Hinweise auf einen weiteren Mordplan des Trios. Diesmal sollte jemand sterben, der Hawkins ähnlich sieht, um von der Lebensversicherung erneut $1 Million zu kassieren. Am Morgen des 20. Februar 1989 geschieht etwas Schreckliches mit der 35-jährigen Janice Johnson. Ist es ein Unfall oder ist es Mord? Die Untersuchung des Falles wirft Fragen auf, die bis zum heutigen Tag unbeantwortet geblieben sind. Clayton und Janice Johnson leben in dem kleinen Fischerdorf Shelburne. In der Gemeinde kennt jeder jeden. Für die Johnsons ist Shelburne der ideale Ort, um die 11-jährige Darla und die 9-jährige Dawn großzuziehen. Clayton ist Lehrer für Werkunterricht am Gymnasium. Janice ist Hausfrau. Die Johnsons sind eine gläubige Familie und sehr in ihrer Kirchengemeinde engagiert. Die meiste Freizeit verbringen sie mit kirchlichen Aktivitäten. Der Morgen des 20. Februar 1989 ist ein ganz gewöhnlicher für die Familie Johnson. Nachdem die Kinder zur Schule gegangen sind, bringt Clayton seiner Frau Wäsche in den Keller. Das Telefon klingelt. Clayton nimmt im Keller den Hörer ab. Es war Claire Thompson, unsere Nachbarin. Janice nahm den Hörer und ich ging meinen Mantel holen. Als ich zurückkam, gab ich ihr einen Kuss, sagte auf Wiedersehen und ging. Auf dem Weg zur Arbeit hält Clayton an einer Tankstelle. Wenige Minuten später kommt ein Nachbar zum Haus der Johnsons. Janice! Janice! Er entdeckt Janice am Fuße der Treppe. Sie blutet am Kopf und ist bewusstlos, doch sie lebt. Clayton erhält die Nachricht, als er bei der Arbeit ankommt und eilt sofort ins Krankenhaus. Zuerst konnte ich sie wegen all der Schläuche und Schwellungen gar nicht richtig erkennen. Erst beim zweiten Hinsehen realisierte ich, dass sie es ist. Das war ein Anblick, den man nicht täglich sehen will. Janice hat schwere Kopfverletzungen. Es wird vermutet, dass sie die Treppe heruntergefallen ist. Trotz bester medizinischer Versorgung stirbt Janice Stunden später an ihren Kopfverletzungen. Sie war erst 35 Jahre alt. Ich glaube, ich habe meinen Vater zum ersten Mal weinen sehen.
Ich konnte nicht glauben, was passiert war. Man möchte glauben, es ist nicht passiert. Es war das Schwerste in meinem Leben, den beiden Mädchen zu sagen, dass ihre Mutter gestorben ist. Die Gemeinde von Shelburne versammelt sich um Clayton Johnson und seine Töchter, um der Verstorbenen ihre letzte Aufwartung zu machen. Doch die Unterstützung bröckelt, als Clayton Johnson anfängt, sich mit einer 30 Jahre jüngeren Frau zu treffen. Nach Janice Johnsons Tod führt der Rechtsmediziner Dr. Roland Perry die Autopsie durch. Doch seine Arbeit wird durch fehlende Fotos vom Unfallort erschwert. Freunde der Familie haben das Blut im Keller aufgewischt, bevor die Aufnahmen gemacht werden konnten. Diese gut gemeinte Hilfe kann die Ermittlungen jedoch erschweren, denn für Kriminalisten wie Dr. Mark Benecke liefern Blutspuren wichtige Hinweise auf den Unfall- oder Tathergang. Blut wird sehr häufig einfach als Blut wahrgenommen. Es ist aber so, dass die Struktur der Spritze, also die Länge, die Breite, die Art, die Menge, die an einer bestimmten Stelle ist, die Form, dass die sehr viel darüber sagen kann, wie sich die blutenden Personen bewegt haben. Es ist also für die Hergangsrekonstruktion sehr, sehr wichtig. Nicht selten passiert ist, dass wenn das Blut außen auf der Straße oder an der Tür oder sowas ist, dass dann eifrige Nachbarn das Blut wegputzen, um vielleicht die Erinnerung an dieses Verbrechen möglichst schnell auszulöschen. Das ist eigentlich schade, denn dadurch wird ein sehr wichtiger Spurenträger eine sehr wichtige Spur beseitigt. Dieses Polizeivideo zeigt die Frauen beim nachträglichen Beschreiben der Blutflecken. Sie sagen aus, dass ein kleiner Blutfleck am Fuß der Treppe war. Ein weiterer vermischt mit blutigem Haar an der Betonwand auf Höhe der dritten Stufe. Diese Nachstellung zeigt die Position von Janice Johnsons Körper beim Eintreffen der Rettungsärzte. Ihr Kopf liegt auf dem Boden. Ihr Bein ist auf der Stufe oberhalb des Kopfes. In der linken Hand hält sie die Autoschlüssel. Obwohl Dr. Perry die Verletzungen von Janice Johnson ungewöhnlich findet, bestimmt er den Todeshergang als Unfall. Er kommt zu dem Schluss, dass sie die Stufen vorwärts hinuntergestürzt ist. Er vermutet, dass ihr Schädel in den 15 cm breiten Spalt zwischen die hölzernen Stufen und die Betonwand geraten ist und somit beide Seiten des Kopfes gequetscht wurden. Beim Aufschlagen auf den Betonfußboden entsteht die Verletzung an der Schädeldecke. Da Janice Johnson zur Unfallzeit allein zu Hause gewesen sein soll, wird ein Verbrechen ausgeschlossen. Janice telefoniert mit Claire Thompson, die hört, wie Clayton Janice küsst, bevor er zur Arbeit fährt. Claire Thompson sagt aus, dass sie 10 Minuten miteinander sprechen und das Gespräch gegen 7.50 Uhr endet. Oh, sure. Okay, talk to you then. Bye. Zeugen sehen Clayton Johnson zur selben Zeit an der Tankstelle. Ein oder 2 Minuten später findet ein Nachbar Janice im Keller und ruft den Notarzt. Der Anruf wird um 7.52 Uhr registriert. Das war eigentlich das Ende der Geschichte. Natürlich haben Clayton und seine Töchter unter diesem großen Verlust gelitten. Doch nur 18 Monate später hat Clayton einen großen Fehler gemacht. Clayton Johnsons Fehler ist es, sich zu verlieben. Kurz nach dem Tod von Janice beginnt er ein Verhältnis mit der 22-jährigen Tina Weybridge, die er später auch heiratet. Sie ist in derselben Kirchengemeinde wie Johnson und 30 Jahre jünger. In der konservativen Gemeinde von Shelburne stößt diese neue Beziehung auf Unverständnis. Zusätzlich findet die Polizei heraus, dass Clayton Johnson 2 Monate vor Janice Tod eine Lebensversicherung von $120.000 auf seine Frau abgeschlossen hat. Ein Blick in die Vergangenheit Johnsons offenbart finanzielle Schwierigkeiten. Des Öfteren wurde wegen unbezahlter Rechnungen der Strom abgestellt.
Sehr bald wird Tatsache mit Gerücht verwechselt und umgekehrt. Je mehr die Leute reden, desto mehr fragen sie sich, ob der liebenswerte Clayton Johnson nicht eigentlich ein Frauenmörder ist. So beschließt die Polizei, ihre Ermittlungen im Todesfall von Janice Johnson wieder aufzunehmen. Die Untersuchungsbeamten befragen noch einmal die Frauen, die das Blut entfernt haben. Und diesmal, 2 Jahre später, will eine der Frauen mehr Blut im Keller gesehen haben, als anfangs berichtet. Sie deutet auf die seitlichen Regale entlang des Bodens und an die hintere Wand. Ein großes Problem bei Zeugenaussagen ist, dass es ja auf die Frage ankommt, was jemand antwortet. Zweitens ist es so, dass die meisten Menschen sich auch nur an Dinge erinnern, die sie irgendwie einsortieren können. Wenn man Zeugen also bittet, zum Beispiel eine Spur zu beschreiben, beispielsweise Blutspuren, dann haben sie häufig überhaupt keine Erfahrung damit und haben eigentlich nur gesehen, dass da Blut war. Aber wenn man kein Training dafür hat, um zu sagen, hier ist viel, hier ist wenig, hier ist es in kleinen Spritzern, hier ist es als Sprüher, hier ist es als Lache vorhanden, dann wird man das vielleicht auch als Zeuge nicht berichten. Es ist also gar nicht verwunderlich, dass Zeugen möglicherweise völlig verschiedene Aussagen dazu machen, wenn man sie irgendwie kurz nach der Tat oder kurz nach Beobachtung fragt und dann noch mal ein Jahr später. Die Ermittler schalten 2 angesehene Rechtsmediziner ein. Als die von der Menge der Blutspritzer im Keller erfahren, schließen sie die Möglichkeit eines Unfalls aus. Beide sind sich einig, dass Janice Johnson am Fuß der Treppe mit einem hölzernen Gegenstand zu Tode geprügelt wurde. Einer der Experten vermutet, sie sei zuvor rückwärts die Treppe heruntergefallen und dabei mit dem Kopf zwischen Wand und Stufen gekommen. Die Polizei nimmt an, dass die Mordwaffe in dem Brennofen im Keller beseitigt wurde. Als Dr. Perry von der neuen Blutspritzerverteilung erfährt, ändert er seinen Bericht. Auch er folgert, dass Janice Johnson ermordet wurde. Drei Jahre nach dem Tod seiner Frau wird Clayton Johnson verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Vor Gericht bekennt sich Johnson nicht schuldig. Doch die Staatsanwälte bringen die neuen Blutspuren und Johnsons neue Liebschaft in die Beweisführung mit ein. Clayton Johnson stand wegen Ereignissen vor Gericht, die nach dem Unfall passierten. Er hat den Versicherungsbetrag kassiert und er hat eine neue Freundin, die sogar bei ihm eingezogen ist. Eine von Janice Johnsons Freundinnen liefert der Polizei eine erschreckende Information über Claytons Bekannte, Tina Weybritt. Mary Davis, eine Freundin von Janice, sagte aus, dass Tina Weybritt in der Leichenhalle auf Clayton Johnsons Schoß gesessen hat. Das hat kein anderer gesehen. Sie gab zu, dass noch andere Leute in dem Zimmer waren, aber keiner von ihnen hat das gesehen. Wenn man über diese Zeugenaussage nachdenkt, wird klar, dass es absurd ist, dass Clayton kurz nach dem angeblichen Mord an seiner Frau Tina in der Leichenhalle auf seinen Schoß nimmt. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wie Geschichten ihren Lauf nehmen, geändert und ausgeschmückt werden. Und dennoch wird Clayton Johnson des Mordes für schuldig gesprochen und zu lebenslanger Gefängnisstrafe verurteilt. Johnson kommt in ein Hochsicherheitsgefängnis und beginnt sofort für seine Freilassung zu kämpfen. Ist er wirklich unschuldig? Für den Mord an seiner Frau Janice sitzt Clayton Johnson eine lebenslange Freiheitsstrafe ab. Er beteuert seine Unschuld und wendet sich an eine Gesellschaft in Toronto, die vermeintlichen Justizirrtümern nachgeht. Die Geschichte weckt die Aufmerksamkeit von James Lockyer. Wenn man die Justizirrtümer der Vergangenheit betrachtet, sowohl in Kanada als auch in den Vereinigten Staaten oder England, fällt auf, dass nachlässige Untersuchungen bei 40-50% der Fälle zu ungerechtfertigten Verurteilungen geführt haben. Das Erste, was Lockyer auffällt, sind die Zeitangaben der Zeugen. Clayton Johnson
Claire Thompson sagte aus, dass sie am fraglichen Morgen mit Janice Johnson telefoniert hat. Laut ihrer ursprünglichen Aussage will sie gehört haben, wie Clayton Janice um ca. 7.40 Uhr einen Abschiedskuss gegeben hat. Sie behauptete, das Telefongespräch habe 10 Minuten gedauert, bis ungefähr 7.50 Uhr. Ein weiterer Zeuge sagt aus, Clayton Johnson sei um 7.50 Uhr an der Tankstelle gewesen, zur selben Zeit also, zu der Claire Thompson ihr Gespräch mit Janice beendet haben will. Der Nachbar findet den Körper von Janice und ruft um 7.52 Uhr den Notarzt. Außerdem wusste Clayton, dass Janice an diesem Morgen Gäste erwartete. Genau zu dieser Zeit musste er damit rechnen, dass drei verschiedene Leute vorbeikommen. Deswegen ist meiner Meinung nach die Annahme, dass er seine Frau in einem Zeitfenster von Sekunden oder Minuten tötet, komplett lächerlich. Lockyer entdeckt zudem, dass die Lebensversicherung, die Johnson vor dem Tod seiner Frau abschließt, Teil eines Versicherungspakets ist, das die Lehrervereinigung all seinen Mitgliedern anbietet. 40% der Lehrer haben dieses Angebot angenommen. Nichts davon ist verdächtig, bis Johnson wieder heiratet. Erst später werden überall im Keller enorme Mengen von Blutspuren entdeckt. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Blut häuft sich im Keller an. Der Keller gleicht nach 3 Jahren fast einem Schlachthaus. Der Blutspurexperte Herbert McDonald ist ebenfalls skeptisch. Er glaubt an die ursprünglichen Zeugenaussagen. Am Anfang deuteten die Zeugenaussagen über die Blutmengen auf einen Unfall hin. Nun, natürlich sind sie nicht qualifiziert, Blutspurenmuster zu interpretieren. Doch hätten sie viel Blut an Wänden und Decke gesehen, würden sie sich daran erinnern. Sie wüssten, wie das Blut aussah und vor allem, wo sie es weggewischt haben. Dr. Christian Schümer ist Rechtsmediziner an der Uniklinik in Homburg. Er weiß genau, wonach die amerikanischen Kollegen suchen. Opfer von Tötungsdelikten zeigen bisweilen sogenannte Parier- oder Abwehrverletzungen. Parierverletzungen beziehen sich vor allen Dingen auf die Unterarme. Abwehrverletzungen finden wir häufig gegenüber Stich- oder Schlagwerkzeugen im Bereich der Hände. Bei einem Angriff heben die meisten Menschen reflexartig ihre Arme, um sich zu schützen. Nach diesen Verletzungen haben die Experten bei Janice vergeblich gesucht. Und das Opfer hielt die Autoschlüssel in der Hand, als die Rettungsärzte kamen. Die fehlenden Armverletzungen und die Schlüssel in der Hand stellen in Frage, ob Janice tatsächlich die Treppen vorwärts heruntergefallen ist. In Wirklichkeit ist sie am Treppenabsatz ausgerutscht und anstatt vorwärts rückwärts gefallen. Natürlich sind die meisten Treppenstürze vorwärts. Es ist ungewöhnlich, dass jemand rückwärts fällt. Aber ich glaube, das hat zu Fehlinterpretationen in diesem Fall geführt. Clayton Johnsons Verteidigungsteam muss nun 2 Hürden überwinden. Erstens muss es dem Gericht beweisen, dass Johnson unschuldig ist. Und zweitens erklären, wie Janice wirklich gestorben ist. Während das Verteidigungsteam diese neuen Informationen sammelt, sitzt Johnson 6 Jahre hinter Gittern. Ein Leben, an das er sich erst gewöhnen muss. Es ist eine andere Welt. Dein Lebensstil ändert sich. Ich kann nur sagen, es ist ein böses Erwachen. Und alles wird noch schlimmer, als die neue Frau seine Töchter bei Verwandten abgibt und die Scheidung einreichen will. Es sind kleine Dinge, wie meine Abschlussfeier, zu der meine Eltern nicht kamen. Das war schlimm, denn es ist eine Familienangelegenheit. Clayton Johnsons gerichtsmedizinische Experten glauben nicht, dass die Verletzungen seiner Frau auf Totschlag hindeuten. Und sie glauben nicht, dass Janice, wie ursprünglich behauptet, vorwärts gefallen ist. Ihrer Meinung nach muss Janice Johnson rückwärts gefallen sein. Johnsons Anwälte müssen also beweisen, wie sich der Unfall tatsächlich ereignet hat.
Eine sogenannte Tatort- oder Fundort- oder Hergangsrekonstruktion kann immer dann sehr wichtig sein, wenn man gar nicht genau weiß, ob ein Verbrechen, so wie man es sich jetzt kriminalistisch vorstellt, überhaupt möglich war. Das heißt, man möchte möglichst gute Hinweise über den Ablauf des Verbrechens, der Tat, erzielen, damit man erstens einem möglichen Verdächtigen die richtigen Fragen stellen kann und nicht in die völlig falsche Richtung fragt. Und zweitens, damit man überhaupt in die richtige Richtung ermittelt, um genau diesen Tatverdächtigen zu finden. Oder drittens, um auszuschließen, dass es ein Verbrechen war, um zu sagen, das könnte jetzt ein Unfall gewesen sein. Blutspurexperte Herb McDonnell hat schon viele Hergangsrekonstruktionen gemacht. Doch für das Nachstellen des Treppensturzes findet auch er keine Möglichkeit. Ich war in dieser Nacht kurz davor, James Lockyer anzurufen und ihm mitzuteilen, dass ich den Sturz nicht nachstellen kann, obwohl ich schon viele Rekonstruktionen gemacht habe. Ich war sehr enttäuscht und wollte ihm gerade erzählen, dass ich es nicht machen kann, als ich die Tageszeitung in die Hände bekam. Für gewöhnlich lese ich keine alten Zeitungen, aber auf der Titelseite stand etwas über Peter Pan an der West High School. Hey, dachte ich, das ist es. Bei der Produktion dieses Musicals fliegen verschiedene Darsteller mit Hilfe von Gurten über die Bühne. McDonnell leiht von der Schule die Schwebevorrichtung und einen Teil der Crew aus, sowie ein Mädchen, das genauso groß und so schwer ist wie Janice Johnson. Für die Rekonstruktion hat McDonnell ein Duplikat von Johnsons Kellertreppe gebaut. Mit blauer Kreide markiert er die Stellen an der Wand und auf der Treppe, an denen die Zeugen das Blut gesehen haben. Die Testperson fällt langsam die Treppe rückwärts herunter. Als sie mit dem Kopf in die Lücke zwischen der dritten Stufe und der Betonwand kommt, entstehen Kreidespuren am Kopf, die mit den Verletzungen von Janice Johnson übereinstimmen. Ohne Zweifel ist das eine gute Erklärung, wie die Wunden über Janice Johnsons rechtem Ohr entstanden sind. Es ist sehr beeindruckend, denn die blauen Kreidespuren an der linken und rechten Schläfe des Mädchens sind exakt die Stellen, an denen auch die Verletzungen von Janice auftreten. James Lockyer glaubt, dass Janice Johnson noch telefonierte, als Clayton an der Tankstelle war. Das Telefongespräch endet genau um 7.50 Uhr, als der Nachbar vor der Haustür steht. I've gotta go. I'll talk to you later. Janice nimmt den Autoschlüssel, rennt die Treppe hoch und verliert den Halt. Sie fällt rückwärts und quetscht ihren Kopf in dem 15 cm breiten Spalt zwischen Stufe und Betonwand. Der Schwung ihrer Beine katapultiert sie auf den Kellerboden. Durch den Aufprall entsteht die tiefe Wunde an der Schädeldecke. James Lockyer findet zudem einen Bericht der Polizei, der in der ersten Verhandlung zurückgehalten wurde. Es ist der Bericht des verantwortlichen Beamten für gerichtsmedizinische Identifikation. Er erwähnt die widersprüchlichen Zeugenaussagen und dass jegliche Schlussfolgerung, beruhend auf den beschriebenen Blutspuren, mehr als fraglich sei. Aufgrund all dieser Informationen macht die kanadische Staatsanwaltschaft einen ungewöhnlichen Schritt und entlässt Clayton Johnson aus der Haft. Er hat 6 Jahre hinter Gittern verbracht. Ich bin sehr glücklich, dass ich zu meiner Familie kann. Ich freue mich sehr über die Entscheidung von Richter Freeman und ich hätte kein besseres Verteidigungsteam haben können. Ich möchte jetzt nur noch zu meiner Familie zurück. Clayton Johnson büßte für ein Verbrechen, von dem die Experten meinen, dass es nie stattgefunden hat. Die 20-jährige Diana Green ist zweifelsfrei Opfer eines Verbrechens. Die Schwangere wurde in ihrer Wohnung brutal vergewaltigt und geschlagen.
Als Folge des Überfalls stirbt ihr ungeborenes Baby. Als Diana aus dem Koma erwacht, behauptet sie, den Täter zu kennen. Doch ist ihr Erinnerungsvermögen zuverlässig? Diana und Kevin Green sind seit einem Jahr verheiratet. Der 21-jährige Kevin ist als US Marine auf der Militärbasis El Toro in Tustin, Kalifornien stationiert. Der 30. September 1979. Diana ist im 9. Monat schwanger und steht kurz vor der Entbindung. Come on, what's the matter with you? In dieser Nacht hören die Nachbarn das Ehepaar heftig streiten. Nichts Ungewöhnliches, denn die Greens führen eine bekannt impulsive Beziehung. Maybe go out with me and my friends sometime. Well, maybe if you didn't drink so much, I would. Now leave me alone! Um 1.30 Uhr verlässt Kevin Green das Haus, um in einem Fastfood-Restaurant noch etwas zu essen. Als er eine halbe Stunde später zurückkommt, findet er seine Frau mit einer blutenden Kopfwunde und ruft die Polizei. Paul Wright kommt als erster an den Tatort. Ich habe nichts gesehen, was diese Verletzung verursacht haben könnte. Ehrlich gesagt habe ich in diesem Moment vermutet, dass auf sie geschossen wurde, denn danach sah die Verletzung aus. Das würde ich auch heute noch nach langjähriger Berufserfahrung vermuten. Diana Green ist vergewaltigt worden. Ihre Kopfverletzung stammt aber nicht von einem Schuss, sondern ist durch einen kräftigen Schlag entstanden. Die Ärzte sind sich nicht sicher, ob Diana und ihr ungeborenes Kind überleben werden. Trotz aller Versuche können die Ärzte das Baby nicht retten. Diana fällt ins Koma und schwebt 3 Wochen in Lebensgefahr. Der Angriff auf Diana Green ähnelt 5 anderen ungelösten Vergewaltigungs- und Mordfällen in der Gegend. Alle Frauen sind auf die gleiche Art geschlagen und getötet worden. Die Presse hat dem Täter den Spitznamen Bedroom Basher, Schlafzimmerschläger, gegeben. Die Person, die diese Verbrechen verübt, bricht ein, vergewaltigt die Frauen und hat die meisten auch geschlagen. Daher der Name Bedroom Basher. Er hat die Frauen in ihren Schlafzimmern überrascht und dort seine Verbrechen begangen. Es ereignete sich also eine Serie von Verbrechen in dieser Zeit. Als die Polizei in Kevin Greens Vergangenheit forscht, entdeckt sie eine kriminelle Vorgeschichte mit Alkoholmissbrauch und Körperverletzung. Zudem beobachten Zeugen ein verdächtiges Verhalten von Green nach dem Überfall auf Diana. Er machte verschiedene Bemerkungen, die unangebracht waren. Er befürchtete sogar, sie würde ihn verdächtigen. Nach 3 Wochen Koma und einer Gehirnoperation erlangt Diana Green ihr Bewusstsein wieder. Dieses Polizeivideo zeigt sie bei einer Diskussion über den Tathergang. Doch die Gehirnverletzung hat ihr Gedächtnis und ihr Sprachvermögen so beeinträchtigt, dass sie der Polizei nur wenig über den Tathergang berichten kann. Die Polizei befürchtet, mit den Ermittlungen in einer Sackgasse zu landen. Doch das ändert sich, als Dianas Erinnerungsvermögen zurückkommt. Kevin Green bestreitet, seine Frau während der Meinungsverschiedenheit geschlagen zu haben und präsentiert ein Alibi. Green behauptet, er sei gegen 1.30 Uhr weggefahren, um Hamburger zu essen. Da das erste Restaurant überfüllt war, will er zu einem zweiten, 15 Minuten entfernten gefahren sein. Er hätte auch an anderen Fastfood-Restaurants anhalten können. Also gemäß seines Alibis hatte er viel Zeit, eigentlich zu viel Zeit, um nur zum Restaurant zu fahren. Die Polizei ist zusätzlich misstrauisch, da es weder einen Hinweis auf Einbruch noch auf einen Raub gibt. Diana erholt sich nur sehr langsam. Ihre Gehirnverletzung geht mit einer sogenannten Aphasie überein, bei der die Fähigkeit der Wortbildung gestört ist. Aphasie ist im Prinzip eine Sprachstörung, die auf verschiedene
Funktionsausfälle zurückgeführt werden kann. Dabei kommt es einerseits eben zu Erinnerungsschwierigkeiten an die Worte, aber auch zu Artikulationsstörungen. Insgesamt handelt es sich um ein vielfältiges Krankheitsbild, das nicht unbedingt irreversibel sein muss, sondern glücklicherweise in den meisten Fällen stellen wir fest, dass nach einer gewissen Regenerationsphase des Gehirns diese Funktionen wiederhergestellt werden. Zusätzlich leidet Diana an einer retrograden Amnesie. Wenn jemand einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommt, kann das die chemischen Sequenzen, die das Gedächtnis bilden, unterbrechen. Dieser Zustand kann vorübergehend, aber auch permanent sein. Diana kann sich weder an den Angriff noch an irgendetwas kurz zuvor erinnern. Die Ärzte haben uns gewarnt, ihre Gedächtnislücken mit Informationen zu füllen. Sie muss sich selbst erinnern, sonst ist das, was man ihr sagt, ihre Erinnerung. Patienten mit einer Amnesie werden bestrebt sein, ihre Gedächtnislücken wieder aufzufüllen. Einerseits sorgt die Regeneration des Gehirns dafür, dass sich die Gedächtnisfunktion tatsächlich wieder erholt. Es können jedoch Erinnerungslücken verbleiben und diese können dann fehlerhafterweise durchaus durch zugedachte Inhalte passend aufgefüllt werden, ununterscheidbar von den echten Erinnerungsbestandteilen. Nach mehrwöchigem Krankenhausaufenthalt und fortwährenden Sprechschwierigkeiten darf Diana zu ihrem Mann Kevin zurück. Doch 3 Monate nach dem Überfall passiert etwas Überraschendes. Als Diana mit ihrer Mutter im Wartezimmer einer Arztpraxis sitzt, bringt eine Fotoserie in einer Säuglingszeitschrift die Erinnerung zurück. Verzweifelt versucht sie, ihrer Mutter etwas mitzuteilen. Diana zeigt auf ihren Bauch, womit sie anscheinend ihre Schwangerschaft meint. Dann zeigt sie auf ihren Ehering. Die Mutter will wissen, ob sie sich erinnere. Ob Kevin der Täter sei. Sie sagte, dass ihr Ehemann sie angegriffen habe. Sie stritten, ob sie in dieser Nacht Geschlechtsverkehr haben sollten. Sie hat abgelehnt und daraufhin wurde er wütend und griff sie an. Erst vergewaltigte und dann schlug er sie. Kevin Green wird verhaftet und wegen versuchten Mordes, Vergewaltigung und Totschlag an seinem ungeborenen Kind angeklagt. Die entnommene Samenprobe konnte keinem DNA-Test unterzogen werden, da es im Jahr 1979 noch keine DNA-Technologie gab. Die Tests ergeben jedoch, dass der Täter Blutgruppe 0 hat, dieselbe wie Kevin Green. Zudem behauptet Diana Green, dass sie in dieser Nacht nicht freiwillig mit Kevin geschlafen hat. Kevin wiederum behauptet, dass sie sehr wohl freiwillig Sex mit ihm gehabt habe, bevor er die Wohnung verließ. Um seine Aussage zu bekräftigen, macht er einen Lügendetektortest und besteht. Doch Diana Green beschwört, dass ihr Mann der Täter ist. Wie werden die Geschworenen entscheiden? . 1980 kommt Kevin Green wegen Vergewaltigung, versuchten Mordes und wegen Totschlag an seinem ungeborenen Kind vor Gericht. Diana Green sagt aus, dass sie und ihr Mann eine Auseinandersetzung gehabt haben. Er wollte Sex, sie nicht. Daraufhin habe Kevin sie geschlagen und dann das Schlafzimmer verlassen. Nur wenige Minuten später sei er dann zurückgekommen und habe sie erneut brutal geschlagen und vergewaltigt. Sie war die Hauptzeugin gegen ihn. Das ist nicht ungewöhnlich. In vielen Kriminalfällen hat die Staatsanwaltschaft nur einen Zeugen. Das hängt von der Art gewisser Verbrechen ab und davon, wie sie sich ereignen. Kevin Green erzählt den Geschworenen eine andere Geschichte. Er behauptet, dass sie freiwillig miteinander geschlafen hätten. Als er später vom Essen kam, sei ihm ein dunkelhäutiger Mann in der Nähe seines Hauses aufgefallen. Der Mann sei in einen schwarzen Lieferwagen gestiegen und weggefahren.
Als ich auf den Platz kam, bemerkte ich, wie er die Tür des Lieferwagens öffnete. Er versteckte seinen Kopf hinter seinem Arm, was ich sehr seltsam fand. Ich hatte natürlich keine Ahnung, warum er das tat. Doch es war Diana Greens überzeugende Aussage, die die Geschworenen beeinflusste. Die Polizei, der Richter, der Staatsanwalt und die 12 Geschworenen, alle glaubten ihr. Natürlich können wir jetzt nicht einfach zurückschauen und denken, wie konntet ihr nur so dumm sein? Nein. Diana Green war eine beeindruckende Zeugin. Sie trat so stark vor den Geschworenen auf und war sehr unnachgiebig in ihrer Behauptung, dass ihr Mann der Täter war. Die Verhandlung war voller Emotionen mit einer sehr glaubwürdigen Zeugin. Kevin Green wird des versuchten Mordes an seiner Frau und des Mordes an seinem ungeborenen Baby für schuldig gesprochen und zu 15 Jahren Haft verurteilt. In der Verhandlung brauchten sie nur mit dem Finger auf das Opfer zu zeigen. Das arme, verletzte, junge und hübsche Mädchen, das nicht mehr so gesund war wie früher. Die Geschworenen stellten sich den Übeltäter so vor, wie sie ihn beschrieben hatte. Sie konnte es gar nicht falsch machen, weil sie ihren Ehemann beschrieb. Kevin Green kommt in das Hochsicherheitsgefängnis von Soledad, in dem die größten Schwerverbrecher Kaliforniens einsitzen. Es ist ein schlimmer Ort und alles ist Wirklichkeit. Ich konnte nicht hoffen, dass eines Tages alles wieder gut wird. Und als ich bemerkte, was um mich herum geschah, in meinem Fall und mit meiner Familie, wurde ich verrückt. Eines Tages haben mich 5 Insassen in ein Loch geschmissen, um mich umzubringen, weil ich wegen Babymord im Gefängnis saß. Kevin Green ist überzeugt davon, dass der Mann, der in der Nacht vor seiner Wohnung stand, etwas mit dem Überfall zu tun hat. Er hat jedoch keine Ahnung, wer das war und wie er seine Vermutung beweisen kann. Die Zeit vergeht und Kevin Green ist mittlerweile 8 Jahre im Gefängnis. All seine Einsprüche werden abgelehnt, bis er die Möglichkeit auf Bewährung bekommt. Doch es gibt einen Haken, denn Kevin Green muss sich des Überfalls auf seine Frau für schuldig bekennen. Er lehnt ab, obwohl er somit weiter im Gefängnis bleiben muss. Deren Problem war, ich würde es nicht zugeben. 2 Jahre später kam ich erneut vor den Bewährungsausschuss. Und erneut wird die Bewährung abgewiesen. Das einzig Richtige für mich in dieser Situation war, zu sterben. Im Gefängnis trifft Kevin Green eine wichtige Entscheidung. Bevor er das Verbrechen zugibt, will er lieber Selbstmord begehen. Aus irgendeinem Grund hielt ich inne. Ich sagte zu mir, Gott, ich kann nicht mehr. Ich brauche Hilfe. Ich bat Gott um Hilfe. Dann wurde ich ganz ruhig, von Kopf bis Fuß, und fing an, mein Leben zu begreifen, was mit meinem Leben passierte. Gott hat mir diese Last gegeben, weil ich damit umgehen muss. Jeder um mich herum hatte damit zu tun, weil sie es mussten. Ich weiß nicht warum, aber Gottes Plan beinhaltete das für mich. Kevin Green muss für ein Verbrechen, von dem er behauptet, es nicht getan zu haben, 16 Jahre im Gefängnis verbringen, bis seine Gebete endlich erhört werden. Tom Tarpley vom Tustin Police Department wird beauftragt, einige ungeklärte Mordfälle mit Hilfe der zu dieser Zeit neuen DNA-Technologie zu untersuchen. Während Green im Gefängnis seine Strafe absitzt, hat sich in der Gerichtsmedizin diese revolutionäre Technologie durchgesetzt, die seit langem auch in Deutschland praktiziert wird.
Mittlerweile sind DNA-Untersuchungen das Mittel der Wahl in Kriminalfällen, weil insbesondere die DNA eine sehr hohe Aussagekraft und Beweiskraft hat. Tom Tapley öffnet noch einmal die Akten des sogenannten Bedroom Bashers. Fälle von 5 Frauen, die von einem unbekannten Täter vergewaltigt und getötet wurden. Tapleys Untersuchungen enthüllen, dass eines der Opfer in derselben Woche, in der unmittelbaren Nachbarschaft und auf die gleiche Art und Weise wie Diana Greene überfallen, vergewaltigt und ermordet wurde. Die Opfer und die Plätze sind fast identisch. Zwischen den Verbrechen liegen nur 7 oder 8 Tage. Es ist schwer, diesen Zusammenhang zu übersehen. Und als ich die Ereignisse näher betrachtete, da spürte ich förmlich, dass die 2 Fälle zusammenhängen. Zuerst muss Tapley herausfinden, ob alle Verbrechen von derselben Person begangen wurden und sendet deshalb alle 5 Samenproben zum DNA-Test. Und das Ergebnis bestätigt, alle 5 ungelösten Vergewaltigungsmorde sind von ein und derselben Person begangen worden. Seit 1994 werden DNA-Proben aller Personen in einer Datei gespeichert, die wegen Sexualvergehen verurteilt wurden. Auch in Deutschland gibt es so eine Datei. In der DNA-Analysedatei, die zentral beim Bundeskriminalamt in Wiesbaden geführt werden Personen, Datensätze, DNA-Profile von Bekannten, Verurteilten, Straftätern oder Tatverdächtigen gespeichert und darüber hinaus Tatortspuren von bislang unbekannten Personen. Glücklicherweise stimmt die DNA des Bedroom-Basher mit der eines Insassen überein, der seit einiger Zeit eine Strafe in einem kalifornischen Gefängnis verbüßt. Sein Name ist Gerald Parker. Er wurde wegen Vergewaltigung eines 14-jährigen Mädchens verurteilt. Als er mit dem DNA-Befund konfrontiert wird, gesteht Gerald Parker, der sogenannte Bedroom-Basher zu sein. Während des Verhörs fragt Tapley, ob Parker der Name Diana Greene etwas sagt. In diesem Moment bemerkte ich eine Verhaltensänderung. Er zeigte auf einmal Interesse. Er wusste viel über den Fall Greene, was ich sehr ungewöhnlich fand, denn über die anderen Fälle sprach er nicht. Er hatte über diesen Fall gelesen und ihn im Radio verfolgt. Er wusste, dass ein Marine in diesem Fall für schuldig befunden wurde. Das ist ihm wohl im Gedächtnis geblieben. Ich hatte so viel aus ihm herausgeholt und ließ deshalb nicht mehr locker. Gerald Parker war auch bei den Marines. Nach ein paar Minuten Überlegen erzählt er Tapley etwas, das ihn schon seit 16 Jahren beschäftigt. Parker sagt aus, dass er am 30. September 1979 vor dem Haus der Greens gestanden hat und hörte, wie das Ehepaar stritt. Als Kevin Greene gegangen war, sei er mit einem Stück massivem Holz in der Hand durch die unverschlossene Tür ins Haus eingedrungen. Dann erklärt Parker, warum Diana Greene den Angreifer als ihren Mann identifiziert hat. Als Parker an der Schlafzimmertür steht, setzt sich Diana auf und vermutet, dass der Mann, den sie am Eingang sieht, ihr Ehemann ist und legt sich wieder schlafen. Dann beschreibt Parker, wie er Diana Greene geschlagen hat. Gerald Parker ist also der Mann, den Kevin Greene in der Nacht des Überfalls vor seiner Wohnung gesehen hat. Für einen Moment war ich überwältigt. Ich sank in meinem Stuhl zusammen. Tom behauptet, ich habe geweint. Daran erinnere ich mich nicht. Aber zur selben Zeit war ich noch im Gefängnis. Es gab keinen Grund, meinem Wärter zu glauben, anzunehmen, dass es vorbei ist. Warum gerade jetzt dem System vertrauen? Die Samenprobe, die man Diana Greene entnommen hatte, wurde in den 16 Jahren nicht gekühlt. Dennoch wird sie zum DNA-Test geschickt. Die Wissenschaftler wenden die sogenannte PCR-Methode an. Dabei können kleinste DNA-Bausteine analysiert werden, auch wenn sie stark zerstört sind.
Die heutigen DNA-Tests beruhen allesamt auf dem PCR-Test, auf dem PCR-Prinzip. Bei dieser Polymerase-Kettenreaktion werden bestimmte Abschnitte des menschlichen Erbguts zielgenau kopiert, vervielfältigt und somit dann erst sichtbar gemacht. Der bei Diana Green abgenommene Samen stimmt mit dem von Gerald Parker überein. »16 Jahre verbrachte Kevin Green unschuldig im Gefängnis. Tragischerweise gab es die DNA-Technologie bereits schon seit 12 Jahren. Nur einige Stunden nach dem DNA-Test wird der Justizirrtum Kevin Green aus dem Gefängnis entlassen. Meiner Kenntnis nach gibt es in der Bundesrepublik Deutschland kein Justizirrtum, nachdem ein früher verurteilter Tatverdächtiger jetzt mithilfe moderner DNA-Tests freigesprochen werden konnte. Gerald Parker sitzt bis heute in der Todeszelle. Diana Green hat wieder geheiratet und lebt in Kalifornien. Noch immer hat sie neurologische Probleme. Auch Kevin Green hat nochmal geheiratet und lebt in Missouri. Er widmet sich Gefängnisinsassen, die behaupten, unschuldig zu sein, und ermöglicht ihnen einen nachträglichen DNA-Test. Den ganzen Herbst und Winter 1991 sucht die Polizei in New England nach einer vermissten Frau aus Maine. Die Beamten sind sich nicht sicher, ob sie weggelaufen ist oder Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Erst ein Jahr später finden die Ermittler den Beweis, der von Anfang an direkt vor ihrer Nase war. Portland ist die Hauptstadt des US-Bundesstaates Maine. Sie hat einen Tiefseehafen an der Casco-Bucht und somit Zugang zum Atlantischen Ozean. Deshalb spielt sie eine wichtige Rolle im Fischereigewerbe. Pearl Smith arbeitet als Fischverpackerin. Jeden Tag packt sie Fisch ein, der ins ganze Land verschifft wird. Es ist eine harte, schlecht bezahlte Arbeit. Nach Feierabend geht sie oft in eine Bar am Hafen. Auch Bill Bruns ist regelmäßig in dieser Bar. Bruns ist Lkw-Fahrer. Seine Arbeit besteht darin, Fisch aus Maine nach Montreal zu befördern. Sowohl Bruns als auch Pearl trinken gerne. Und beide hatten bislang Pech in der Liebe. Pearl ist 5-mal geschieden. Bill hat gerade seine 3. Ehe beendet. Sie verlieben sich ineinander und heiraten im Sommer 1986. Sie scheinen ein glückliches Paar zu sein. Täglich treffen sie sich zum Essen in diesem Restaurant. Aber am 13. August 1991 ruft Pearls Tochter die Polizei an, um ihre Mutter vermisst zu melden. Pearl ist bei einem Familientreffen nicht erschienen. Meine Mutter war sehr liebevoll und fürsorglich und jedem eine gute Freundin. Sie würde ihr letztes Hemd weggeben. Sie war da, wenn man sie brauchte. Sie würde nie jemanden im Stich lassen. Die Polizeibeamtin Linda Barker wird mit dem Fall beauftragt. Barker stellt fest, dass im Haus der Bruns nichts von Pearls Kleidung, Schmuck und persönlichen Gegenständen fehlt. Auch Pearls liebstes Stück, ein schwarzer Cadillac mit dem persönlichen Kennzeichen Pearl B, steht noch in der Garage. Pearl liebte ihren Cadillac so sehr, dass sie selten das Haus ohne den Wagen verließ. Dass ihre Mutter gerade den Cadillac zurückgelassen hatte, beunruhigte Elaine.
Die Tatsache, dass der Wagen in der Garage stand, hieß, dass sie das Haus nicht verlassen hat. Sie hätte das Auto genommen. Bill Bruns erzählt der Polizei, dass er eine Auseinandersetzung mit Pearl hatte und deshalb auswärts essen ging. Als er zurückkommt, ist Pearl nicht da. Doch Bruns ist nicht beunruhigt, denn Pearl geht öfter, ohne sich zu verabschieden. Pearl blieb schon mal 2, 3, 4 oder sogar 7 Tage weg. Sie fuhr dann zu Freunden oder zur Familie. Das kam also öfter vor und war deshalb nicht ungewöhnlich. Doch wie ist sie unterwegs, wenn das Auto noch in der Garage steht? Die Polizei fragt an Flughäfen, bei Bus- und Taxifirmen nach. Doch nichts weist darauf hin, dass Pearl die Stadt verlassen hat. Bill Bruns vermutet, seine Frau sei mit einem anderen Mann durchgebrannt. Der Polizeichef stimmt ihm zu. Dieser Schwartz glaubte nicht, dass meine Mutter verschwunden ist. Er dachte, sie hätte getrunken und wäre mit einem anderen Mann auf und davon. Er kennt meinen Stiefvater Bill Bruns persönlich und glaubt nicht, dass er jemandem etwas tun könnte. Das sagte er auch der Reporterin Christine Young. Er sagte, sie ist Alkoholikerin und war schon öfter verheiratet. Wahrscheinlich ist sie mit einem ihrer Ex-Männer durchgebrannt. Ich fragte, ob ihr jetziger Ehemann darin verwickelt sein könnte. Er sagte, nein, ich kenne ihn seit 20 Jahren, er war es nicht. Die Staatsanwälte finden es jedoch verdächtig, dass er seine Frau nicht vermisst gemeldet hat. Mr. Bruns Verhalten war seltsam. Wenn man nach Hause kommt und die Ehefrau ist ohne Nachricht gegangen, was macht man? Was würde jeder von uns tun? Bruns tat nichts. Es war Pearls Tochter, die die Polizei alarmierte. Meine Mutter hätte sich bei mir gemeldet. Ich war sicher, dass sie nicht mehr lebte. Meine Mutter würde alles tun, um mich oder meine Tochter zu kontaktieren. Die Polizei findet Pearls Koffer zur Hälfte gepackt auf ihrem Bett. Darauf sind Blutspritzer, die von einem gewaltsamen Schlag stammen können. Aus der Verteilung der Blutstropfen lassen sich viele Informationen herauslesen. Dr. Mark Benecke ist ein renommierter Experte auf diesem Gebiet. Bei einer Wunde, die sich plötzlich öffnet, die aber nicht unbedingt von einem sehr, sehr schnell sich bewegenden Gegenstand getroffen wird, also nicht von einer Keule oder einem Beil oder einer Kugel, kann es dazu kommen, dass man im Grunde eine Tropfblutung hat, beispielsweise eine Platzwunde an der Stirn oder in der Nase oder so etwas. Dann tropft die Wunde eigentlich, aber es hat eine gewisse Beschleunigung stattgefunden, sowohl durch den Gegenstand, der die Blutung verursacht hat, als auch durch die Bewegung des Körpers. Und dann kann es eine Mischung aus Tropf- und Schleuderspur geben. In den Tagen vor ihrem Verschwinden ist Pearl Bruns oft in ihrer Lieblingsbar. Sie erzählt Freunden, dass sie unglücklich ist und sich mit Bill oft über Geld streitet. Als die Medien Pearls Verschwinden publik machen, gehen viele Hinweise bei der Polizei ein. Ein Freund behauptet, gesehen zu haben, wie Pearl spät in der Nacht am Hafenbecken spazieren ging. Doch die Ermittler finden keine Spur. 6 Wochen bewegt sich nichts im Fall Pearl Bruns. Dann findet ein Wanderer, rund 300 Kilometer entfernt, in New Hampshire ihre Tasche. Die Tasche lag in der Nähe einer Stelle, an der vor 1 oder 2 Jahren eine andere ermordete Frau gefunden wurde. Dieser Mordfall ist noch immer ungelöst. In der Tasche waren der Ausweis und andere Sachen. Sie beschrieben mir den Schmuck und alles andere. Es gehörte definitiv meiner Mutter. Die Gegend wird ergebnislos durchsucht. Aber die Polizei ermittelt nun in einem möglichen Mordfall. Ich glaubte auch, dass meine Mutter da draußen lag.
Die Tasche mit ihren persönlichen Sachen, Führerschein, Schmuck und Brieftasche, lag dort für jeden sichtbar. Auf der Brieftasche waren Blutspritzer. Jemand wollte, dass wir die Brieftasche finden. Linda Barker fährt zu Bill Bruns, um ihn nochmal zu befragen. Beim Eintreten bemerkt sie etwas Neues. Ich sagte zu Bill Bruns, Sie haben ja einen neuen Teppich. Er antwortete, nein, das ist derselbe. Dann haben Sie den Teppich wohl reinigen lassen. Nein, sagte er, ich habe ihn nur mit einem Auffrischungsmittel behandelt und gesaugt. Ich war erstaunt, weil er wirklich sehr sauber aussah. Die Nachbarn haben beobachtet, wie Bill Bruns einen Dampfteppichreiniger ins Haus brachte. Aber warum sollte Bruns der Polizei verschweigen, den Teppich gereinigt zu haben? Pearls Tochter konfrontiert Bill mit ihrem Verdacht. Ich setzte mich zu Bill an den Küchentisch und sagte, du bist der Letzte, der meine Mutter gesehen hat. Du bist der Einzige, der wissen könnte, was mit ihr passiert ist. Aber er saß nur da, sah mich an, ohne etwas zu sagen. Die Polizei will Bruns Haus mit Spürhunden durchsuchen. Die Hunde werden mit einem chemischen Mittel trainiert, das nach Leiche riecht. Ausgebildete Hunde legen sich hin, wenn sie diesen Geruch wahrnehmen. Als Dr. Edward David seinen Hund durch das Haus führt, läuft dieser sofort in den Keller. Anhand seiner Haltung, dem Schwanz und den Ohren konnte ich sehen, dass er etwas wittert. Er drehte sich mehrmals in einer Ecke und legte sich dann an dieser Stelle auf den Boden. Die Polizisten graben an der Stelle. Sie sind zuversichtlich, dass jetzt das Rätsel um Pearl Bruns Verschwinden gelöst wird. Aber zum Erstaunen aller finden sie nichts. Die Ermittlungen waren frustrierend, weil sie sich in die Länge zogen. Bei solchen Fällen sagt einem der gesunde Menschenverstand, dass etwas nicht stimmt. Die Frau ist tot und wir müssen beweisen, was passiert ist und wer es getan hat. Jetzt vermutet die Polizei, Pearls Körper entweder im Meer oder irgendwo an dem Highway, auf dem Bill Bruns jede Woche mit seinem LKW fährt. Bill fuhr einen Kühlwagen. Er transportierte Fisch von Maine nach Kanada. So kam uns der Gedanke, dass das eigentlich perfekt ist, um einen Körper loszuwerden. Man legt ihn mit dem Fisch in den Kühlwagen. Blut ist da ohnehin jede Menge. Wir wussten, dass Bill viele Fische am Hafen kennt. Sie könnten auch aufs Meer gefahren sein und sie über Bord geschmissen haben. Bill Bruns behauptet weiterhin, seine Frau sei mit einem Ex durchgebrannt. Aber eine Freundin von Pearl belastet Bill mit ihrer Aussage schwer. Sie sagte, du musst etwas wissen. Wenn mir jemals etwas passiert, sagt der Polizei, dass Bill es war. Ich fragte, was meinst du damit? Ich hatte das total vergessen. Erneut untersucht die Polizei das Haus, diesmal mit der chemischen Lösung Luminol. Mit Luminol können Blutspurexperten wie Dr. Mark Benecke für das Auge nicht sichtbare Blutflecken zum Leuchten bringen. In keiner anderen Körperflüssigkeit außer Blut ist eine Substanz enthalten, die Proham heißt. Deswegen kann man mit der Luminol-Lösung, die mit dem Proham reagiert und dadurch zu beschleunigtem Leuchten oder zu stärkerem Leuchten angeregt wird, zu starkem Leuchten angeregt wird, deswegen kann man mit dieser Lösung Blut auch in geringsten Mengen, zum Beispiel wenn es auch schon weggewischt oder ganz dünn verschmiert ist, noch erkennen. Als das Luminol in Bruns Haus versprüht wird, erzählt es eine schreckliche Geschichte. Pearl Bruns wird vermisst. Hauptverdächtiger ist ihr Ehemann Bill.
Mithilfe der chemischen Lösung Luminol machen die Ermittler schreckliche Entdeckungen. Sie finden Blutspritzer auf Fußboden und Wänden. Blutige Fußspuren führen zum Bad. Das Luminol bringt auf Teppich und Fußboden große Flecken zum Vorschein, die offensichtlich weggewischt wurden. Mehr Blut ist entlang der Treppe, die in den Keller führt. Es scheint, als sei ein blutiges Objekt die Stufen heruntergezogen worden. Es gibt sehr viele Blutspuren, die Hinweise darauf geben, wie die Tat abgelaufen ist oder was nach der Tat passiert ist. Wenn man beispielsweise eine blutende Person, die Blut meinetwegen an Kleidungsstücken hat, beispielsweise über einen Boden zieht oder durch ein Haus zieht, dann hinterlässt das eine Spur, die man scheinbar sehr leicht wegwischen kann. Dann nimmt man einen feuchten Lappen, wischt das weg. Es bleiben aber in allen möglichen Vertiefungen, Ritzen und mikrofeinen Spalten noch Blutreste übrig. Wenn man die dann mit Luminol besprüht, kommt es zu dieser Leuchtreaktion und man sieht ganz genau diese Straße, die sich dann durch das Blut gebildet hat. Und die Ermittler finden noch mehr Blut am Fuß der Kellertreppe. Besonders auffällig ist jedoch ein Blutfleck mitten im Keller. Auf dem sandigen Boden zeichnet das Luminol den Abdruck eines menschlichen Körpers. Er hat die Größe von Pearl Brunts. Jetzt ist offensichtlich, dass in Bruns Haus viel Blut geflossen ist und später weggewischt wurde. Detective Harriman konfrontiert Bill Bruns mit den neuen Spuren. Wir fragten ihn, wen er verdächtigen würde, seine Frau ermordet zu haben. Und er antwortete, ich würde den Ehemann verdächtigen. Bill Bruns beteuert seine Unschuld, lehnt aber einen Lügendetektortest ab. Die Polizei zweifelt. Trotz dreier Durchsuchungen und Graben im Keller findet sie nichts. Die Ermittlungen werden für die nächsten 9 Monate eingestellt. Wir waren überzeugt, dass im Kellerboden Beweismittel sind. Aber es ist unmöglich, den ganzen Keller eines Hauses umzugraben. Dann erregt ein neuartiges Radargerät die Aufmerksamkeit von Detective Harriman. Er kontaktiert eine Firma für Umwelttechnik, die über so ein Radar verfügt. 13 Monate nach dem Verschwinden von Pearl wird der Keller der Brunts mit dem Radar erneut durchsucht. Ich hatte Angst. Andererseits hoffte ich, dass sie etwas finden, denn dann gäbe es Antworten. Normalerweise wird diese Technik zum Lokalisieren großer Metallobjekte eingesetzt. Die Radaranlage sendet hochfrequente Radiowellen in den Boden. Treffen die Signale auf ein Hindernis, wie zum Beispiel einen Tank, werden diese reflektiert. Aber einen menschlichen Körper zu finden, ist problematisch. Ein menschlicher Körper besteht vorrangig aus Wasser, Fettgewebe, Fleisch und Knochen. Ich habe mit dieser speziellen Untersuchung die Erfahrung gemacht, dass der menschliche Körper Radiowellen nicht so gut leitet. Im Keller der Brunts werden die Radiowellen konstant 1 Meter unter der Oberfläche reflektiert. Eine Probegrabung enthüllt rostfarbenen oxidierten Sand. An einer Stelle empfängt das Radar keinerlei Signale. In der Aufzeichnung war an dieser Stelle nichts zu sehen. Das heißt, dass etwas die Energie absorbiert hat. Wir wussten nicht, was es ist und mussten graben, um es zu sehen. Als Bill Bruns von der Arbeit nach Hause kommt, fangen die Ermittler erneut an, im Keller zu graben. Nach ein paar Schaufeln stießen wir auf eine Plastiktüte, die ca. 60 cm unter der Oberfläche lag. In dieser Plastiktüte steckte der Kopf.
Der Rest des stark verwesten Körpers ist in zwei große Mülltüten gehüllt. Sie sind mit Klebestreifen und einem Seil verschlossen. Die Person trägt eine Armbanduhr, auf der Pearls Name eingraviert ist. Die Polizei birgt den Leichnam. Der Fäulnisgeruch ist übelkeiterregend. Bill saß in der Küche und aß Spaghetti. Es war ungefähr 6 Uhr abends. Wir gingen rein und sagten ihm, dass er wegen Mordes an seiner Frau verhaftet ist. Der Polizist ging zu ihm und sagte, komm Bill, wir gehen. Und Bill fragte, warum? Du bist verhaftet. Und Bill erneut, warum? Wegen Mordes. Bill sagte, Mord, das ist ein sehr starkes Wort. Und der Polizist antwortete, Bill, das ist ein sehr starker Geruch. Als sie den Körper ausgruben, konnte man den Gestank meilenweit riechen. Und er sitzt in der Küche und isst Spaghetti. Als sie ihn verhaften, fragte er tatsächlich, ob er sein Abendessen beenden kann. Das zeigt, was für eine kranke Person er war. Bill Bruns wird verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Röntgenbilder zeigen 3 Brüche auf Pearls linker Gesichtshälfte, ohne dass ihre Haut aufgerissen ist. Ein Indiz, dass sie mit der Faust geschlagen wurde. Und so rekonstruiert die Staatsanwaltschaft den Fall. Am 11. August streiten sich Bill und Pearl über Geld. Es kommt zum Kampf. Bill schlägt Pearl 3-mal, so kräftig, dass ihr Blut auf Koffer, Wand und Boden spritzt. Auf dem Boden liegend, verblutet sie. Anschließend verpackt Bill den Körper in Plastiktüten und trägt die Leiche in den Keller. Das Luminol enthüllt den Weg zur Stelle, an der ihr Körper lag, als Bill das Grab aushob. Der Spürhund war auf der richtigen Fährte. Seine identifizierte Stelle ist nur wenige Zentimeter von der eigentlichen Grabstelle entfernt. Die Polizei vermutet, Bill wollte eine falsche Fährte legen und ließ deshalb Pearls Handtasche auf dem Wanderweg in New Hampshire zurück. Bill Bruns bekennt sich des Totschlags schuldig und wird zu 15 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt. Ohne die forensischen Hilfsmittel wie Luminol oder Radar, die in diesem Fall sehr hilfreich waren, wäre Bill Bruns mit dem Mord vielleicht davongekommen. Bei der Autopsie von Pearl Bruns wird festgestellt, dass sie unheilbar an Krebs erkrankt war und nicht mehr als 6 Monate zu leben gehabt hätte. Wenn er Geduld gehabt hätte, wäre meine Mutter eines natürlichen Todes gestorben und er säße nicht im Gefängnis. Ich sehe meine Mutter, wie sie darüber lacht, denn wie gesagt, sie wäre auch von selbst. Illinois, 1981. Auch hier ist eine Frau verschwunden. Doch es gibt eine Zeugin, die den brutalen Mord und die spätere Verbrennung unter einem Baum gesehen haben will. Nur ohne Überreste stehen die Ermittler vor einem Rätsel. Mit der Hilfe von Kriminalbiologen hoffen sie, mehr zu erfahren. Marshall, Illinois, ist eine ländliche Gegend. Sie liegt am Wabash River, der Grenze zum Bundesstaat Indiana. Der fruchtbare Boden versorgt riesige Korn- und Sojabohnenfelder. Der größte Landbesitzer ist die Familie Grabby. Fred und Charlotte Grabby sind sehr wohlhabend. Zum Familienbetrieb gehören Tochter, Sohn und dessen Frau. Den Grabbys ging es sehr gut. Sie hatten viel Land, auch dank einer großen Erbschaft, die Charlotte Grabby gemacht hatte. Man kann nicht behaupten, dass sie arme kleine Bauern waren.
Fred Grabby ist 1,90 Meter groß und 150 Kilogramm schwer. Seine Frau wirkt daneben klein und zierlich. Als ich die Familie das erste Mal besuchte, fand ich Fred sehr nett und höflich. Man hatte viel mit ihm zu lachen und er schien mich zu mögen. Sie arbeiteten sehr viel. Charlotte arbeitete von morgens bis abends. Wie in jeder Ehe gibt es bei den Grabbys Höhen und Tiefen. Doch die Entwicklung ist ungewöhnlich. Fred interessiert sich für jüngere Frauen. Kurz nach der Hochzeit lässt sich das Paar scheiden, versöhnt sich und heiratet zum zweiten Mal. Doch 1981 verlangt Charlotte erneut die Scheidung. Fred zieht vom Haupthaus in ein kleineres auf dem Gutshof. Scheidungsgrund ist diesmal eine Affäre mit der 24-jährigen Kellnerin Vicky McAllister. Man kann nicht behaupten, dass sie besonders erfolgreich war. Sie arbeitete in einer Bar und hatte keinen guten Ruf. Am 24. Juli 1981 verlässt Charlotte Grabby das Haus, um Sojabohnen zu säen. Ihre Kinder erwarten sie zum Abendessen. Doch sie kommt nicht. Nach vergeblicher Suche benachrichtigen sie den Sheriff. Fred berichtet dem Sheriff, er und Charlotte hätten am Tag ein hitziges Gespräch im Lagerschuppen gehabt. Sie hatten Streit. Als er den Schuppen verließ, folgte Charlotte ihm mit dem Auto. Sie stieg ein, fuhr los und zuletzt habe ich sie auf der Autobahn fahren sehen. Das war seine Version der Geschichte, bei der er auch blieb. Im Schuppen steht Charlottes Essen unberührt auf dem Traktor. Die Polizei findet ihre Handtasche mit Migränemedikamenten und ihrem Führerschein. Eine Nachbarin berichtet, sie habe Charlottes Wagen vorbeifahren sehen, die Fahrerin sei aber nicht Charlotte gewesen. Sie sah Freds Lieferwagen. Dahinter fuhr eine blond gelockte Frau in Charlottes Auto. Charlotte aber hat dunkles, kurzes Haar. Einige Tage später wird Charlottes Auto vor einer Bar in Terre-Haute im Bundesstaat Indiana gefunden. Die Polizei findet weder Blut noch irgendwelche Hinweise auf Gewalt. Unter dem Sitz liegt eine geladene Pistole. Kurz vor ihrem Verschwinden hat Charlotte ihren Kindern noch ein Versprechen abgenommen. Wenn sie bis 16.30 Uhr nicht zurück sei, sollten wir sie suchen. Der Grund? Sie hatte Angst vor ihrem Mann. Mein Vater hatte manchmal grundlos Wutanfälle, die er meistens an meiner Mutter ausließ. Aber manchmal auch an mir oder noch öfter an meinem Bruder. Einmal habe ich Schreie gehört und bin rausgerannt. Mein Vater und mein Bruder schlugen sich und dann packte mein Vater meinen Bruder und schlug seinen Kopf auf den Kotflügel des Lieferwagens. Zehn Tage vor ihrem Verschwinden deponiert Charlotte Notizen in einem Banksafe. Darin beschuldigt sie ihren Mann, Geräte von der Farm gestohlen zu haben und äußert Befürchtungen, getötet zu werden. Sie beschreibt ihre Angst vor Fred und seinem Geschäftspartner Dale Kessler. Im Polizeiverhör beteuert Kessler, am Tag von Charlottes Verschwinden mit Fred Grabby bei sich zu Hause gewesen zu sein. Fred Grabby selbst verweigert die Aussage und beruft sich auf sein Recht zu schweigen. Da es keine Hinweise auf ein Verbrechen gibt, werden die Ermittlungen eingestellt. Charlotte Grabby gilt als vermisst.
Obwohl ihre Kinder eine Belohnung in Höhe von $25.000 aussetzen, wird Charlotte auch in den nächsten 3 Jahren nicht gefunden. Ich dachte von morgens bis abends nur an meine Mutter und wie ich sie finden könnte. Vielleicht lebte sie doch noch irgendwo. Ich musste an dieser Möglichkeit festhalten, denn wenn ich verschwunden wäre, würde sie nie aufgeben, mich zu suchen. 1984 engagiert Charlottes Tochter den Privatdetektiv Charles Pearson. Er findet heraus, dass Fred Grabby kürzlich seine langjährige Freundin Vicky McAllister verlassen hat. In Indiana macht er sie ausfindig. Von Anfang an scheint Vicky Angst zu haben, über die Beziehung mit Fred Grabby zu reden. Er konnte mit ihren Gefühlen spielen und entlockte ihr ein schreckliches Geheimnis. Pearson entlockt ihr das schreckliche Geheimnis über Charlotte Grabbys Verschwinden. Vicky behauptet, sie sei zum Schuppen gegangen, um sich von Fred eine Abfalltonne zu leihen. Als sie Charlotte kommen hören, soll Vicky sich hinter einem Traktor verstecken. Charlotte und Fred fangen sofort an zu streiten und werden schließlich handgreiflich. Gemäß Vicky McAllisters Aussage würgte Fred Charlotte mehrmals und ließ sie immer wieder los, damit sie ihr Bewusstsein wiedererlangte. Währenddessen beschimpfte er sie. Vicky erzählt weiter, Grabby habe Charlotte dann vergewaltigt und sie letztlich zu Tode gewürgt. Hinterher fettet er ihren Körper mit Schmieröl ein, um ihn brennbarer zu machen. In einer Abfalltonne fährt er ihren Körper zum Fluss. Vicky fährt Charlottes Auto über die Grenze nach Indiana und lässt es dort stehen. Spät in der Nacht tränkt Fred Charlottes Körper mit Diesel und verbrennt ihn, während Vicky zuschaut. Das Feuer brennt die ganze Nacht. Am Ende bleibt nur Charlottes Schädel übrig. Grabby schmeißt ihn in den Wabash River und rollt die Tonne hinterher. Diese ganze Geschichte war schwer zu glauben. Charlottes Tochter ist schockiert über McAllisters Aussage. It was almost overwhelming. Of course I cried. Es war erschütternd. Ich habe in diesen Tagen viel geweint. Ich musste das erst mal verdauen. Es war so furchtbar. Ich habe nur gebetet, dass meine Mutter keine Schmerzen gespürt hat. Aber stimmt Vicky McAllisters Geschichte? Oder ist das ihre Rache an Fred Grabby? Es gibt keinen größeren Zorn als den einer verschmähten Frau. Sie wollte eine längere Beziehung und dann ging die Freundschaft in die Brüche. Ich denke, das hat sie wütend gemacht. Vicky dachte, dass sie vom finanziellen Reichtum der Grabbys profitieren und mit Fred glücklich zusammenleben könnte. Eine Geschichte, die Männer gerne erzählen und die viele Frauen glauben. Als Gegenleistung für ihre Aussage bekommt Vicky McAllister Immunität, einen neuen Wohnsitz und eine neue Identität. Und sie bekäme die Belohnung von $25.000, sollte Grabby überführt werden. Wenn eine Aussage gegen die andere steht, braucht man einen handfesten Beweis.
Und den soll ein weiterer Zeuge der schrecklichen Ereignisse liefern. Seine Überprüfung wird klarstellen, ob Vicki McAllisters Geschichte stimmt oder nicht. Vicki McAllister bringt die Polizei zur Stelle, an der Charlotte Grabbys Körper verbrannt worden sein soll. Sie behauptet, es sei am Ufer des Wabash River unter einem Ahornbaum gewesen. Aber nach 3 Jahren gibt es keine sichtbaren Spuren mehr. Einer der Anwälte war der Staatsanwaltschaft bei der Strafverfolgung in diesem Fall behilflich. Ich stellte ihm die Frage, ob er eine Möglichkeit sehe, Brandrückstände des Diesels in der Erde zu finden. Doch da der Fluss den Uferbereich mit dem Ahornbaum oft überschwemmt, ist jede Spur des Diesels aus der Erde gespült. Wir haben Erdproben genommen, die beinhalteten aber kein Petroleum. Doch ein Beweisstück ist noch erhalten. Der Ahornbaum, unter dem angeblich die Leiche verbrannte. Bäume als stumme Zeugen möglicher Verbrechen gehören ins Arbeitsfeld von Kriminalbiologen wie Dr. Mark Benecke. Ein Baum lebt von Nährstoffen. Diese befinden sich im Boden. Irgendwie müssen diese Nährstoffe oben dahin gelangen, wo die Früchte und die Blätter und alles Lebende ist. Dafür gibt es in diesem sehr harten Gewebe kleine Leitungsbahnen und da wird diese Nährstoffe und das Wasser und die Salze von unten nach oben entlang transportiert. So können Bäume auch wichtige Informationen speichern. Ein Baum ist ein schöner kriminalistischer Helfer. Er ist sozusagen ein wunderbarer kriminalistischer Geschichtenerzähler, denn er steht die ganze Zeit da, er fällt niemandem auf, er wächst sehr langsam und er hat aber auch so eine Art Erinnerung, denn einerseits kann man anhand der Jahresringe sehr schön nachvollziehen, ob er gut oder schlecht gewachsen ist und wo er gut oder schlecht gewachsen ist und zweitens speichert er auch Teile der möglicherweise im Boden nur eine Zeit lang vorhandenen Substanzen in seinen Zellen und in seinem Baumgewebe ab. Dieses Foto zeigt Sheriff Crumrin an der Stelle, wo die Verbrennung stattgefunden haben soll. Die Wissenschaft soll den Ermittlern helfen, die Geschichte von Vicki McAllister zu überprüfen. Im Frühling und im Sommer transportieren die Wurzeln Wasser und Nährstoffe aus der Erde über den Baumstamm hoch in die Zweige, die dort für das Wachstum großer Zellen sorgen. Im Spätsommer und im Herbst ruht der Baum und produziert kleine, dichtere Zellen. Dieser Zyklus bildet die Jahresringe der Bäume, die am aufgeschnittenen Stamm oder Zweig zu sehen sind. Jeder Ring steht für ein Jahr. Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob der Baum bei der Verbrennung Dieselrückstände aufgesaugt hat? Diesel ist eine giftige Substanz, aber sie ist nicht besonders giftig. Was also passiert ist, dass dort, wo das wachsende, lebende Baumgewebe damit in Berührung kommt, da wächst es etwas weniger gut. Das führt dazu, dass wenn man einen Baum jetzt quer durchschneidet, der auf einer Seite zum Beispiel mit diesem Diesel, in dem das Diesel vorhanden war, dass dann einfach die Abstände zwischen den Jahresringen geringer werden. Das heißt, die Zellen sind weniger gut gewachsen. Das heißt, an diesen Stellen sieht man einfach die Baumringe enger aneinander. Auf der anderen Seite können die aber ganz normal weit auseinander sein. Auf der anderen Seite war kein Kohlenwasserstoff. Manche Baumarten können die Nährstoffe besser überall hin transportieren als andere. Ahornbäume neigen prinzipiell dazu, direkte Bahnen zwischen den Wurzeln und den oberen Zweigen zu bilden. Das Ergebnis dieser einzigartigen rechtsmedizinischen Untersuchung passt ganz genau zur schrecklichen Geschichte von Vicki McAllister. Was für ein Zufall. John O'Brien ist seit über 40 Jahren Kriminalreporter beim Chicago Tribune. Es gibt wohl kein Verbrechen in der Wildnis von Marshall, Illinois, das diesem Fall ähnelt. Das betrifft den Mord genauso wie die Art und Weise, in der ihr Körper beseitigt wurde. Musik
Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Es gibt ein weiteres geheimnisvolles Feuer, einen versuchten Gefängnisausbruch und den Mord an einem der Grabby-Kinder. Fred Grabby wird vor Gericht gestellt und des Mordes angeklagt. Hauptzeugin ist seine Ex-Freundin Vicky McAllister. Für ihre Aussage erhält sie Immunität. Der Fall fasziniert und schockiert die Anwesenden in der Verhandlung. Ich hörte im Gerichtssaal zum ersten Mal von der Geschichte mit dem Baum. Für mich war das der Beweis, dass Vicky die Wahrheit sagt. Das Motiv? Geld. Fred Grabby war nicht bereit, das Familienvermögen mit seiner Frau zu teilen, denn ihre Erbschaft machte den Hauptteil des Besitzes aus. Soweit ich weiß, gehört der größte Teil des Besitzes ihr. Sie hatte es von ihrer Familie geerbt. Fred hätte viel Geld verloren. Geldgier machte Grabby zum Mörder. Die Wurzeln des Ahornbaums besiegeln sein Schicksal. Er wird wegen Mordes an seiner Frau zu lebenslanger Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt. Und der Fall nimmt noch eine bizarre Wendung. Eines Nachts erscheint Fred Grabbys neue Freundin Barbara Graham bewaffnet vor dem Gefängnis, um Fred zu befreien. Sie schießt im Gefängnis um sich und verwundet einen Wärter am Bein. Er schaffte es, auf sie zu springen und schrie: "Bring mich nicht dazu, dich zu töten." Für diese Tat wird Barbara Graham zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. 2 Monate später brennt das Haus von Fred und Charlotte Grabby sowie das von ihren Kindern Jeff und Cindy völlig nieder. Brandexperten entdecken, dass beide Feuer absichtlich gelegt wurden. Ich glaube, dass Fred Grabby irgendwie darin verwickelt war. Aber das werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Fred Grabbys Anwälte legen wegen eines Verhandlung gegen seinen Vater ausgesagt. Die Behörden von Kalifornien benachrichtigten uns, dass sie die Leiche von Jeff Grabby in einem Hafen gefunden hätten. Bis heute glauben einige Leute, dass Fred Grabby auch am Mord seines Sohnes beteiligt war. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Leute nach Kalifornien geschickt hat. Ich denke nicht, aber es gibt so viel, was ich nicht weiß. Die zweite Verhandlung endet wie die erste. Fred Grabby wird des Mordes für schuldig befunden und zu 75 Jahren Gefängnis verurteilt. Ich habe ihm einen Brief geschrieben, dass ich ihm vergebe. Ich hasse ihn dafür, was er getan hat. Aber ich liebe ihn dennoch, weil er mein Vater ist. Für den Mord an Jeff Grabby wird niemand angeklagt. Und nie hat jemand die Überreste von Charlotte Grabbys Körper gefunden. Vicky McAllister beansprucht ihre Belohnung und verlässt die Gegend. Sie erhält auf Kosten des Staates einen neuen Wohnsitz und fürchtet dennoch die Rache von Fred Grabby. Und der Ahornbaum wächst weiter in der Nähe des Wabash River. Der Ahornbaum lebt und wächst. Er ist das einzige Lebewesen, das Fred Grabby weder einschüchtern noch beeinflussen oder zerstören kann. Seattle, 1996. Ein Feuer zerstört das Haus eines Polizisten. Überraschend gesteht ein Ex-Sträfling, das Feuer gelegt zu haben. Kurz darauf verschwindet er unter mysteriösen Umständen.
Als die Ermittler sich das schriftliche Geständnis näher ansehen, vermuten sie mehr als Brandstiftung. Sie entdecken Hinweise auf einen Mord. Sergeant Matt Buckmeyer ist ein altgedienter Polizist. Er arbeitet seit 25 Jahren im King County Polizeirevier und ist bei seinen Kollegen sehr beliebt. Am 9. Juli 1996 bricht um 1.30 Uhr morgens ein Feuer in seinem Haus aus. Buckmeyer ist beim Bowling, als das Feuer ausbricht. Bis das Feuer gelöscht werden kann, ist das Haus fast komplett zerstört. Die Brandursache ist rätselhaft. Speziell trainierte Spürhunde werden eingesetzt, um in den Trümmern nach Flüssiganzünder zu suchen. Die Hunde spüren 5 Stellen auf, an denen Brandbeschleuniger ausgeschüttet wurde. Jeweils eine im Keller, im Esszimmer, in der Garage und 2 im Obergeschoss. Das deutet auf eine Brandstiftung hin. Eine Vielzahl an Brandherden liefert Experten wie Dr. Henry Ports klare Hinweise auf die Brandursache. Mehrere Brandherde in einem Haus sind ein klares Indiz für eine Brandstiftung. Allerdings muss gründlich untersucht werden, ob diese Brandherde tatsächlich unabhängig voneinander sind oder ob durch zum Beispiel Lüftungskanäle diese Unabhängigkeit gar nicht vorliegt. Auf der Außenwand von Sergeant Buckmeyers Garage sind verschiedene Botschaften aufgesprüht. Eine lautet: Rios lebt. Guadalupe Rios ist ein Mann, den Sergeant Buckmeyer vor 8 Jahren im Einsatz erschossen hat. Buckmeyer hat Kollegen erzählt, dass er Drohungen von Rios Freunden und Verwandten erhalten hat. Captain Dave Marin ist Sergeant Buckmeyers Vorgesetzter. Wir machten uns Sorgen. Wenn das Haus eines Polizisten in Brand gesetzt wird, ist das ein Trauma. Ich bot ihm Hilfe und Unterstützung an. Er sollte Zeit haben und sich von dieser Sache erholen. Während wegen der Brandstiftung ermittelt wird, findet Sergeant Buckmeyer selbst einige wichtige Informationen über das Feuer heraus. Er wird gerufen, um in der Nachbarschaft einen Streit zu schlichten. Einer der Männer ist Brad Wren, der als geistig verwirrt gilt und schon ein paar Mal im Konflikt mit dem Gesetz war. Was ist passiert? Ja, also vor 2 Wochen ist er ins Bein geschossen worden. Und heute Nacht hat er sich mit dem Bruder seines Zimmergenossen geprügelt. Bist du okay? Es macht mich fertig, aber es geht schon. Sergeant Buckmeyer nimmt Wren mit aufs Revier, um dort seine Aussage aufzunehmen. Laut Sergeant Buckmeyer fragt Wren ihn während der Befragung, ob er der Polizist sei, dessen Haus durch das Feuer zerstört wurde. Als Buckmeyer bejaht, behauptet Wren, den Brandstifter zu kennen. Er ist Drogendealer. Ich traf ihn in einer Bar. Pepe Hernandez. Pepe Hernandez erzählt Wren, dass ein Polizist ihm während einer Razzia Drogen und Geld gestohlen hat. Dieser Cop hat mich fertig gemacht. Er hat mein Dope und mein Geld geklaut. Und was machst du? Ich weiß, wo er wohnt. Ich will mein Zeug zurück. Ich gebe dir $500, wenn du mitkommst und hilfst. Der Polizist, den Hernandez meint, ist Sergeant Buckmeyer. Ich sagte, okay. Wir brachen in ihr Haus ein und Pepe stellte es auf den Kopf.
Er konnte die Drogen und das Geld nicht finden. So nahm er Gegenstände, Bilder und Statuen mit. Ich hörte ihn sagen, dass er ihr Haus abbrennen würde. Und das tat er dann auch. Wo ist er jetzt? Wenn Sie glauben, ich helfe Ihnen, sind Sie verrückt. Er bringt mich um. Ich bin froh, dass er weg ist. Sergeant Buckmeyer nimmt die komplette Aussage auf, lässt Wren unterschreiben und schickt ihn nach Hause. Doch Buckmeyer hat ein Problem. Das Geständnis bringt ihn mit dem Diebstahl von Drogen und Geld in Verbindung. Er verheimlicht seinen Vorgesetzten alles. Brad Wren, der an der Brandstiftung in Sergeant Buckmeyers Haus beteiligt gewesen sein will, ist geistig verwirrt. Bei der Luftwaffe erlitt er einen schweren Motorradunfall und kam gerade so mit dem Leben davon. Nach dem Unfall ist er nicht mehr derselbe. Sein Charakter verändert sich, er wird aggressiv und kommt zum ersten Mal in Konflikt mit dem Gesetz. Kurz nach dem Unfall wird er wegen eines sexuellen Übergriffs verurteilt und geht für 3 Monate ins Gefängnis. Wren hat einen heftigen Streit mit seinem Zimmernachbarn Emmett Marcel. Dieser zertrümmert ihm mit einem Schuss das Schienbein. Sein Zimmernachbar war ebenfalls verwirrt. Wenn er seine Medikamente nicht nahm, war er mehr oder weniger verrückt. Offensichtlich hatte er die Medikamente einige Zeit nicht genommen. So wurde Brad in die Sache verwickelt. Sie machten Dachdeckerarbeiten für einen Freund. Brad traf Emmets Finger mit einem Hammer. Darum schoss er auf ihn. Ohne Kenntnis vom Geständnis wird die Brandexpertin Becky Gibbs mit den Ermittlungen betraut. Sie findet Beweise, die nicht auf eine Brandstiftung aus Rache hinweisen. Wenn jemand ein Feuer aus Rache legt, will er unentdeckt bleiben. Die Art, wie dieses Feuer gelegt wurde, braucht einige Zeit. In einem Gaschromatographen werden die Trümmer aus dem Feuer analysiert. Spuren von Benzin werden gefunden. Zudem stellt sich heraus, dass das Feuer mit Fackeln entfacht wurde. Das sah nach einer Zeitverzögerung aus. Wenn man erst die Fackel anzündet, brennt das Feuer noch nicht. Sobald aber die Flamme den Benzinkanister erreicht, schmilzt der Behälter und das Feuer geht richtig los. Brände, die aus Rache gelegt werden, haben oft keine Zeitverzögerung. Die Nutzung von Brandverzögerungseinrichtungen hat den Grund, dass der Täter Zeit gewinnt, um auch selber das Haus verlassen zu können. Ein Verdacht entsteht. Die Leuchtfeuer hätten Sergeant Buckmeyer genug Zeit gelassen, zur Bowlingbahn zu fahren und sich ein Alibi zu verschaffen. Verdächtig ist auch, dass einige Kunstgegenstände sowie Buckmeyers Bowling-Trophäen unbeschädigt im Schuppen gefunden wurden. Brandstifter, die ihr eigenes Haus anzünden, begehen in der Praxis häufig den Fehler, dass sie die Versicherungssumme erhöhen bzw. vorher überhaupt erstmal eine Feuerversicherung abschließen oder auch, dass sie Wertgegenstände oder wichtige Papiere vor dem Brandlöschen entfernen. Sergeant Buckmeyer wird zum Hauptverdächtigen, streitet aber alles ab. Als er gebeten wird, einen Lügendetektortest zu machen, weigert er sich. Unter dem wachsenden Druck hat Buckmeyer keine Wahl. Er muss Brad Wrens Geständnis vorlegen. Auch wenn es ihn in Verbindung mit dem Diebstahl von Drogen und Geld bringt. Als die Polizei Brad Wren verhören will, ist dieser spurlos verschwunden. Seine Kleidung war weg, seine Schuhe, es war nichts mehr im Haus. Brads Zimmernachbar Emmett Marcel weiß nichts über Wrens Verschwinden. I knew Brad was dead. Ich wusste, dass Brad tot ist. Ich wusste nicht wie, aber ich wusste, dass mein Sohn tot war. Wir hätten von ihm gehört.
Er würde nicht gehen, ohne dass sich jemand um seine Hunde kümmert. Er hätte sie nie allein zurückgelassen. Detective Denny Galla befragt Matt Buckmeyer zum Verschwinden Rands. Schließlich ist Buckmeyer die letzte Person, die ihn lebend gesehen hat. Er fängt an zu lachen und sagt, wenn Sie ihn tot mit meiner Visitenkarte auf der Stirn finden, wissen Sie, mit wem Sie sprechen müssen. Er fand das witzig. Ich habe notiert, was er sagte. Ich fand es ziemlich seltsam. Im Strafregister kann die Polizei niemanden namens Pepe Hernandez finden. Die Ermittler vermuten, Buckmeyer habe die Aussage von Brad Wren nicht korrekt aufgenommen. Wenn man das Geständnis eines schweren Verbrechens aufnimmt, dessen man selbst verdächtigt wird, und man auch noch das Opfer ist, ist es sehr, sehr ungewöhnlich für einen erfahrenen Polizisten, nur die Aussage des Verdächtigen aufzunehmen und ihn direkt nach dem Geständnis freizulassen, ist wirklich extrem seltsam. Rens Familie identifiziert zwar die Unterschrift ihres Sohnes auf dem Geständnis, aber Schriftexperten zweifeln. Als sie das Dokument überprüfen, finden sie Indizien für einen Mord. In Seattle führt die Polizei zeitgleich zwei Ermittlungen durch. Eine konzentriert sich auf das Feuer, das Sergeant Matt Buckmeyers Haus zerstört hat, die andere auf die Suche nach Brad Wren. Die Verbindung ist, dass Brad Wren zuletzt lebend auf dem Rücksitz von Sergeant Buckmeyers Streifenwagen gesehen wurde. Das war das letzte Mal, dass er gesehen wurde. Wir richteten unsere Aufmerksamkeit natürlich auf die Person, mit der er zuletzt gesehen wurde. Das 4,5 Seiten lange Geständnis von Brad Wren hatte Sergeant Buckmeyer notiert und von dem jungen Mann nur unterschreiben lassen. Eine übliche Vorgehensweise. Wren hat die ersten 4 Seiten des Geständnisses unterzeichnet, die letzte unerklärlicherweise nicht. Das ist bei uns nicht normal. Man schreibt die ganze Aussage und lässt auf der letzten Seite unterschreiben. Ein führender Experte in der Analyse schriftlicher Dokumente ist Axel Kerkhoff vom Bundeskriminalamt in Wiesbaden. Mit Infrarotlichtquellen kann er Wörter sichtbar machen, die für das Auge unsichtbar sind. Bei diesem Verfahren sollen im nicht sichtbaren Infrarotbereich Eigenschaften des Schreibmittels aufgezeigt werden, die man mit bloßem Auge nicht erkennen kann. Die Reflexionseigenschaften oder Absorptionseigenschaften von Schreibmittel und Schriftträger spielen dabei eine Rolle. Man kann Unterscheidungen treffen, die man bei bloßem Auge, weil sich der gleiche Farbeindruck im sichtbaren Spektrum ergibt, nicht treffen kann. Die Wissenschaftler stellen fest, dass die Aussage mit 3 verschiedenen Tinten geschrieben wurde. Rens Unterschriften und Initialen mit einer schwarzen Tinte mit hoher Leuchtkraft. Die erste und der Anfang der zweiten Seite mit einer grauschwarzen Tinte mit mittlerer Leuchtkraft. Der Rest mit einer schwarzen Tinte, die auf das Infrarotlicht nicht reagiert. Zudem wurde eingetragen, dass Wren als Lastwagenfahrer arbeitet. Das ist nicht richtig und es gibt noch weitere Unstimmigkeiten. Zum Geburtsdatum von Brad Wren steht auf der zweiten Seite 1971. Auf der dritten und vierten Seite ist es 1961 und auf der fünften steht gar kein Datum mehr. In dem Geständnis hat Buckmeyer fälschlicherweise die Kurzform von You Are als Your geschrieben. Ein Fehler, der auch in der Drohung auftaucht, die man nach dem Feuer an Buckmeyers Garage fand. Als nächstes untersuchen die Ermittler Buckmeyers Streifenwagen und erhalten ein überraschendes Ergebnis. Auf dem Rücksitz von Buckmeyers Streifenwagen fanden wir sehr kleine Blutspuren.
Zuerst dachten wir, na gut, es ist ein Polizeiwagen. Blutspuren auf dem Rücksitz eines Polizeiwagens sind nicht ungewöhnlich. Doch als wir den Bezug öffneten, fanden wir auf der Rückseite mehrere Blutflecken, die durch die Nähte nach vorn gesickert waren. Mit der Blutprobe von Brett Wrens Eltern wird ein Vergleichs-DNA-Test gemacht. Er beweist zweifelsfrei, dass das Blut auf dem Rücksitz von Brett Wren stammt. Backmeier behauptet, das Blut wäre von Wrens blutender Nase, die er von der Prügelei hatte. Die Ermittler überprüfen diese Behauptung. Können Blutflecken in dieser Größe von einer blutenden Nase stammen? Die Beamten nutzen für den Test den identischen Rücksitz eines anderen Streifenwagens. Ein Dummy-Kopf mit Perücke wird mit Gewichten behängt. Um die Situation auf dem Rücksitz zu simulieren, wird mit unterschiedlichen Mengen Blut getestet. Um die Blutflecken wie in Backmeiers Streifenwagen zu erzeugen, benötigen die Beamten fast 2 Liter Blut. Ein so hoher Blutverlust ist lebensgefährlich. Auf einem Paar Schuhe von Sergeant Backmeier findet die Polizei weiteres Blut von Brett Wren. Die Ermittler glauben nun, dass Brett Wren auf dem Rücksitz von Sergeant Backmeiers Streifenwagen gestorben ist. Aber wo ist sein Körper? Sieben Monate nach Brett Wrens Verschwinden finden Wanderer in einem Sperrgebiet des Cougar Mountain Park Knochen und etwas, das aussieht wie ein menschlicher Schädel. Die Knochen sind von Tieren über mehrere Kilometer verstreut worden. Nur 20% des Skeletts werden gefunden. Größe und Form des Schädels sind eindeutig männlich. Der Zustand der Knochen verrät, dass diese weniger als ein Jahr im Park gelegen haben. Zudem finden die Ermittler im Schienbeinknochen den Stahlstab eines medizinischen Eingriffs, wie er bei Brett Wren durchgeführt wurde. Und in der Nähe einiger Knochen findet man einen rot-weiß-blauen Gips. Zeugen zufolge trug Brett Wren einen solchen Gips, als er in Sergeant Buckmeyers Auto einstieg. Das Mark in einem der Knochen wird einem DNA-Test unterzogen und die Ergebnisse bestätigen die Vermutungen der Ermittler. Der Knochen stammt von Brett Wren. Die DNA des Knochenmarks stimmt auch mit dem Blut aus Sergeant Buckmeyers Auto überein. Von Buckmeyers Freundin erfahren die Ermittler, dass der Polizist einen Schlüssel zum Sperrgebiet des Cougar Mountain Park hat. Die Geschichte ist so verwickelt und krankhaft durchdacht, dass man sie eigentlich kaum glauben kann. Als Drehbuch für einen Kinofilm würde so etwas bestimmt abgelehnt, weil es zu absurd, komplex und widersprüchlich ist. Matt Buckmeier ist leidenschaftlicher Bowler. Er träumt von einer professionellen Bowling-Karriere. Die Staatsanwälte glauben, dass Buckmeier selbst sein Haus in Brand gesetzt hat. Er benutzt eine Zeitverzögerung, um auf die Bowlingbahn zu gelangen und ein Alibi zu haben. Buckmeier wollte vermutlich das Geld von der Versicherung, um sich seinen Einstieg als Bowling-Profi zu finanzieren. Aber die Bowling-Trophäen und Kunstwerke vor dem Anzünden aus dem Haus zu räumen, ist der typische Fehler eines Brandstifters. Als Buckmeier erfährt, dass er der Brandstiftung verdächtigt wird, sucht er nach einem Sündenbock. Brett Wren war zur falschen Zeit am falschen Ort. Es gibt keinen Beweis, dass er jemals auf dem Polizeirevier eine Aussage gemacht hat. Buckmeier hat auf dem Weg das Auto angehalten und Wren dazu genötigt, auf Blanko-Polizeiberichten zu unterschreiben. Ich werde dich nicht mit aufs Revier nehmen. Ich mache einen Bericht über das, was du mir erzählt hast. Es hat keine Folgen. Unterschreib ein paar dieser Formblätter. Wird das immer so gemacht?
Ja, das ist normal so. Und unterschreib doch bitte ein paar Extrablätter, falls der Bericht länger wird. Ja, okay. Dann tötet Buckmeyer Wren. Wrens Blut fließt auf die Rückbank, als Buckmeyer zum Cougar Mountain Park fährt, um die Leiche zu verstecken. Später schreibt Buckmeyer das angebliche Geständnis, das sich bei der Analyse als gefälscht herausstellt. Er fing an, über mehrere Leute Geschichten zu erfinden. Alle waren widersprüchlich. Sie waren unlogisch und in sich selbst widersprüchlich. Ich glaube, er war verzweifelt. Nach einer Reihe falscher Entscheidungen beging er schließlich den Mord. Die Widersprüche in seinen Aussagen waren unglaublich. Man kann nicht verstehen, wie jemand mit 25 Jahren Berufserfahrung in der Befragung von Verdächtigen, von denen er ja selbst ständig fadenscheinige Erklärungen hörte, so etwas glauben würde. Ich verstehe nicht, es war dumm. Eine Lüge an der anderen, und ich verstehe nicht, wie er denken konnte, dass ihm irgendjemand das abnimmt. And I can't imagine how anybody would have thought they would be believed. Sergeant Matt Buckmeyer wird wegen Mordes verurteilt und bekommt eine lebenslange Haftstrafe. Für die Staatsanwälte in Seattle ist dies der seltsamste Mordfall, dem sie je begegnet sind. Völlig im Dunkeln tappen die Ermittler zunächst auch bei einem anderen Fall. Fünf Kinder gehen an einem warmen Sommerabend auf der Straße nach Hause. Plötzlich kommt ein Pickup-Truck auf sie zu. Drei Kinder werden angefahren, eins von ihnen stirbt. Der Fahrer flüchtet. Mithilfe einer neuen wissenschaftlichen Technik versuchen die Ermittler, das Verbrechen zu rekonstruieren. Sie wollen verstehen, wie sich der Unfall ereignet hat und die Identität des Fahrers ermitteln. Fort Lauderdale, Florida, ist eines der bekanntesten Erholungsgebiete Amerikas. Der Strand und das sonnige Wetter ziehen jährlich fast 7 Millionen Touristen an. Die Familie Walker wohnt in einem Stadtviertel, das als frei von Kriminalität und Gewalt gilt. Die jüngste Tochter der Walkers ist die 6-jährige Nicole. Am 23. Juni 1992 geht sie nach Anbruch der Dunkelheit mit 4 anderen Kindern auf dieser Straße nach Hause. Tagsüber hat es gestürmt und geregnet. Da es keinen Bürgersteig gibt, müssen die Kinder am Straßenrand entlang gehen. Als sie vor diesem Mietshaus ankommen, ist dort eine große Pfütze. Michelle und Gina Vitello gingen an diesem Abend mit Nicole die Straße entlang. Ich ging die Straße runter und da war diese große Pfütze. Wir wollten durch das Wasser, um nicht auf der Straße zu sein. Nicole wollte das nicht. Sie hatte keine Schuhe an und Angst, krank zu werden. Also hob Michelle sie hoch und dann gingen wir durch die Pfütze. Als wir durch diese Pfütze gingen, hielt ich Nicole in meinen Armen. Die anderen riefen, pass auf. Das ist alles, woran ich mich erinnere. Dann sehe ich dieses Auto, 2 Scheinwerfer, die direkt auf uns zukommen. Und ich rufe, pass auf. Als sie das Auto sehen, ist es schon zu spät. Nicole Walker und Michelle Vitello werden angefahren. Ich ging hin, um nach Nicole zu sehen. Aus ihrem Mund und ihren Ohren lief Blut und ich wusste, sie schafft es nicht. Eins der Kinder läuft zu Nicoles Eltern. Es klopfte an der Tür und da stand Joel. Die Farbe war aus seinem Gesicht gewichen und seine Augen waren aufgerissen. Man konnte ihm die Angst ansehen. Er sagte nur, die Mädchen sind alle angefahren worden. Die Kinder werden sofort ins Krankenhaus gebracht. Michelle hat ein Bein und beide Handgelenke gebrochen. Ihre Leber ist beschädigt.
Die 9-jährige Brooke Mancy hat die Schulter gebrochen und Wunden im Gesicht, die mit 12 Stichen genäht werden. Die 6-jährige Nicole stirbt kurz nach der Einlieferung ins Krankenhaus. Ein Zeuge sagt, er habe einen Mann in einem grünen Pickup-Truck mit weißem Dachaufsatz gesehen. Er überfuhr bei der Flucht eine rote Ampel. Ich fragte mich, wie jemand Kinder anfahren kann und dann wegfährt, ohne sich darum zu kümmern, was passiert ist. Er fuhr weg und ließ uns sterben. Ein schreckliches Gefühl. Ich wusste nicht, ob sie ihn finden werden. Die Ermittler hoffen, den Pickup-Truck und seinen Fahrer identifizieren zu können. Detective Bruce Babcock, ein Mitglied der Elitetruppe für Unfallrekonstruktion, fährt zum Unfallort. Laut Zeugenaussagen kam ein grüner Truck kurz vor dem Unfall von der Straße ab, fuhr dabei ein paar Mülltonnen um und hielt dann in einer Einbahnstraße. Ein paar Minuten später startet der Truck wieder und fährt den gleichen Weg Richtung Südwesten zurück. Als das Auto sich dem Mietshaus nähert, schleudert es von der Straße in die Pfütze, fährt 3 der 5 Kinder an und tötet die 6-jährige Nicole Walker. Die Zeugen berichten, dass der Truck beschleunigt und vom Unfallort flüchtet. Bruce Babcock misst den Unfallort genau aus und fotografiert ihn. Als wir an den Unfallort kamen, hatte ein Anwohner ein Stück vom Kühlergrill in der Pfütze gefunden, das er den Polizeibeamten gab. Außerdem fanden wir ein Fetzen Kleidung von Nicole in der Pfütze. Der Kühlergrill ist einzigartig. Er stammt aus einer Sonderserie des Chevrolet Silverado Pickup Truck aus dem Jahr 1980. Zudem findet Babcock Plastikstücke vom vorderen Blinker des Trucks. Auch Lackrückstände können wichtige Hinweise auf das Fahrzeug liefern. Dr. Wilfried Stöcklein vom Bundeskriminalamt ist Experte für die Bestimmung von Lacken. In der Regel sind die Spuren, die nach einem Unfall verbleiben, sehr gering. Wenige Millimeter große Lacksplitter müssen zum Beispiel von der Kleidung eines Unfallopfers isoliert werden. Wir haben dann ganz spezifische Methoden entwickelt, um diese kleinen Spuren noch vernünftig untersuchen zu können. Der Chemiker Bruce Ayala hofft, solche Spuren auf Nicoles Kleidung zu finden. Ich begann meine Analyse mit der Kleidung des Opfers. Bei vielen Unfällen, in die Fußgänger verwickelt sind, bleibt Farbe von der Front des Fahrzeugs an der Kleidung des Opfers haften. Ayala findet Lacksplitter auf Nicoles Bluse. Unter dem Mikroskop bestehen diese aus 6 Farbschichten. Die oberste Farbschicht ist jedoch blau und nicht grün, wie der Zeuge sagte. Es zeigt sich, dass die Form des gefundenen Kühlergrills zum Bluterguss auf Nicoles Rücken passt. Die Verletzung an Nicoles Hinterkopf lässt darauf schließen, dass er auf die Motorhaube geschlagen ist. Die Ermittler ändern die Beschreibung des Trucks und bitten die Bevölkerung um Mithilfe. Gesucht wird ein blauer Chevrolet Silverado Pickup Truck von 1980, dessen Front beschädigt ist. And in essence there was a manhunt. Im Grunde setzten wir die Bevölkerung darauf an, dieses Auto zu suchen. Wenn das Auto gefunden würde, war es sehr wahrscheinlich, auch den Fahrer des Trucks zu finden, der für Nicoles Tod verantwortlich war. Die schrecklichen Nachrichten über die Unfallflucht mobilisieren die Bevölkerung. Auch die Polizei sucht überall in Florida nach dem blauen Silverado Pickup Truck. 3 Wochen später teilt der Polizei ein anonymer Anrufer mit, dass ein blauer Silverado Pickup Truck rund 20 Meilen vom Unfallort entfernt in einer Auffahrt steht.
Der Hilfs-Sheriff fuhr zu dem Haus und stieg aus dem Auto. Bereits auf dem Weg zur Tür bemerkte er einen blauen Silverado Pickup Truck, der umringt war von anderen Autos. Mit einem neuen wissenschaftlichen Werkzeug, der Computeranimation, kann der Unfall virtuell nachgestellt werden. Aber wie lässt sich herausfinden, wer in dieser Nacht die sechsjährige Nicole Walker angefahren und getötet hat? Drei Wochen nach dem Tod der sechsjährigen Nicole Walker wird der Truck gefunden, von dem die Ermittler glauben, dass er in den Unfall verwickelt war. Doch es fehlen die Beweise. Wenn das der Truck ist, muss er nach dem Unfall mit neuen Reifen, einem neuen Kühlergrill und einem neuen Dach ausgestattet worden sein. Zeugen glauben, einen Truck mit weißem Dachaufsatz gesehen zu haben. Die Ermittler finden auf der Fahrerseite seltsamerweise keine Fingerabdrücke. Offensichtlich ist der Truck gründlich gereinigt worden. Der Staatsanwalt Ken Pedowitz stellt ein Foto von Nicole Walker auf seinen Schreibtisch. Ein Symbol, wie wichtig es ihm ist, herauszufinden, was in der Unfallnacht tatsächlich passiert ist. Nicole wurde sehr schwer verletzt. Als der Truck ihren Körper rammte, wurde ihr Kopf auf die Motorhaube geschleudert. Als der Truck dann zurück auf die Straße bog, wurde ihr Körper auf den Boden geschleudert. Sie hatte sehr schwere innere Verletzungen, die zum Tod führten. Dank der Computeranimation kann die Staatsanwaltschaft den Unfall detailgenau rekonstruieren. Um das Konzept der Computeranimation zu verstehen, muss man erklären, was wir damit wollen. Wir versuchen, die Optionen der Experten zu visualisieren. Dabei werden alle Informationen berücksichtigt, die Bruce Babcock bei der Rekonstruktion des Unfalls sammelt. Es werden die horizontalen und vertikalen Messungen der Straße, die Aussagen der Zeugen, die Wetterbedingungen und die Verletzungen der Opfer berücksichtigt. Auch die mechanischen Besonderheiten des Chevrolet Silverado werden im Computer verarbeitet. Und auch der Reifendruck sowie Größe und Gewicht des Verdächtigen, Ken Pierce. Diese Parameter haben Einfluss auf die Höhe des Trucks, als dieser die Straße entlang fährt. Die exakte Geschwindigkeit ist unklar. Die Ermittler gehen von 30 Meilen aus, die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Straße. Michelle Vitello trägt die kleine Nicole beim Zusammenstoß auf ihrer rechten Hüfte. Als die Computerexperten diese Information programmieren, machen sie eine wichtige Entdeckung. Der Kühlergrill des Trucks würde Nicoles Rücken exakt in dem 22-Grad-Winkel treffen, den die Rechtsmediziner bei der Autopsie ermittelten. Wir nahmen vertikal den Winkel von Nicoles Wirbelsäule und die Höhe vom Boden. Dann stellten wir fest, dass die Blutergüsse mit den Teilen des Kühlergrills übereinstimmten. Das war eine wichtige Entdeckung, die in diesem Fall entscheidend sein konnte. Die fertige Animation zeigt den Unfall aus drei Blickwinkeln. Einmal von oben, aus der Vogelperspektive. Zweitens den Blick aus dem Auto, das heißt aus der Perspektive des mutmaßlichen Fahrers Kenneth Pierce. Und aus diesem Winkel, in dem man sieht, wie Nicoles Kopf auf die Motorhaube schlägt. Weitere Beweise können die Lacksplitter liefern, die nach dem Unfall auf Nicoles Bluse gefunden wurden. Die oberste Schicht ist blau, darunter sind noch fünf andere. Der Chemiker Bruce Ayala zerstampft die Lacksplitter in einem Mörser und analysiert unter Infrarotlicht die chemische Zusammensetzung.
Eine der Methoden, die wir bei der Lackanalytik einsetzen, ist die Infrarotspektroskopie, mit der wir die Hauptkomponenten eines Lackes analysieren können. Das sind die Bindemittel und die Pigmente. Die Spektren, die mit dieser Methode generiert werden, werden in einer Datenbank abgelegt und bei einer Vergleichsuntersuchung wird das Tatmaterial gegen diese Sammlung abgeglichen. Die Ergebnisse werden in einer Computergrafik dargestellt. Es gab 6 verschiedene Farbschichten. Blau-metallic ganz oben, blau-nicht-metallic auf grauer Grundierung, dann serienmäßiges Blau-metallic auf weißer Untergrundfarbe und eine schwarze Grundierung. Wir untersuchten daraufhin das verdächtige Fahrzeug und fanden alle 6 Farbschichten. Und auch die am Unfallort gefundenen Plastikstücke stimmen farblich und vom Material her mit dem kaputten Blinker von Pierce Truck überein. Auf der Fahrerseite des Trucks wurden keine Fingerabdrücke gefunden. Doch auf einer Dose im Auto findet man Fragmente eines Daumenabdrucks von Kenneth Pierce. Kenneth Pierce wird festgenommen und wegen Totschlags im Fall von Nicole Walker angeklagt. Die Animation zeigt, dass der Fahrer bemerkt haben muss, dass er die Kinder angefahren hat. Zudem belastet die Aussage des Nachbarn Terry Jones Ken Pierce. Ihm gegenüber habe er zugegeben, den Truck in dieser Nacht gefahren zu haben. Mr. Jones sagte uns, dass Ken Pierce ihn gebeten habe, zu ihm zu kommen, um ihm bei der Reparatur der Front des Autos zu helfen. Er schenkte ihm auch einen weißen Dachaufsatz, der vom Auto abmontiert worden war. Dieser Dachaufsatz kostet rund $500. Pierce bezahlte damit sozusagen die Hilfe von Mr. Jones. Kenneth Pierce hat ein langes Vorstrafenregister. Natürlich war es von Bedeutung, dass Kenneth Pierce, abgesehen von 20 Verhaftungen und Verurteilungen wegen diverser Straftaten, schon 2-mal wegen Fahrerflucht verurteilt worden war. Vor Gericht wollen die Staatsanwälte den Geschworenen die Computeranimation vorführen, um ihre Version von der Unfallnacht darzustellen. Die Verteidigung behauptet, die Animation sei reine Spekulation und solle die Geschworenen beeinflussen. Doch für die Staatsanwaltschaft ist die Animation die faktische Darstellung des Unfalls. Der Richter lässt sie zu. Die Rekonstruktion zeigt, dass der blaue Silverado auf der 33. Straße Richtung Norden fährt, plötzlich abkommt und ein paar Mülleimer umfährt. Das Auto hält kurz in einer Sackgasse, dreht und fährt in südlicher Richtung. Als der Truck sich der Kreuzung Griffin Road nähert, schleudert das Auto vor dem Mietshaus in die Pfütze und fährt die Kinder an. Der Kühlergrill des Trucks trifft den Rücken der 6-jährigen Nicole Walker in einem 22-Grad-Winkel und verursacht einen starken Bluterguss. Der Truck biegt rechts auf die Griffin Road ab und flüchtet. Die Computeranimation rekonstruiert die Größenverhältnisse und beweist, dass der animierte Truck dieselbe Höhe hat wie der Chevrolet Silverado. Er muss gewusst haben, dass er die Kinder angefahren hat. Zeugen hatten ja gesehen, wie er beschleunigte und flüchtete. Every single one of those jurors. Die Augen aller Geschworenen klebten an dem Bildschirm. Ich habe sie beobachtet, während sie die Computeranimation sahen. Wir hatten für diese kurze Zeit ihre ganze Aufmerksamkeit. Im Moment des Aufpralls bleiben Lacksplitter an Nicoles Kleidung haften, die genau mit denen von Kenneth Pierce Truck übereinstimmen. About front-end damage to a 1980 Chevrolet Silverado pickup truck. He hired Terry Jones.
Neben den wissenschaftlichen Beweisen belastet die Zeugenaussage von Terry Jones. Er hat beim Reparieren des Schadens geholfen und er hat das Geständnis von Pierce, gefahren zu sein. Ein paar Wochen nachdem Nicole Walker ihren 7. Geburtstag gehabt hätte, kommen die Geschworenen zu einem Urteil. The defendant is guilty of vehicular homicide, all right, please leaving the scene of an accident with death as charged in the information. So say we all this. In Anbetracht seiner Vorstrafen wird Kenneth Pierce zu 40 Jahren Gefängnis verurteilt. I'm very glad about that. Ich bin sehr glücklich darüber. Der Mann hatte 7 Vorstrafen im Staat Florida. Er hat nicht zugegeben, was er gemacht hat. Die Vorstrafen reichten zurück bis 1952. Es tut mir leid, aber diesen Mann will ich nicht in unserer Gesellschaft haben. Die Wissenschaft spielte bei diesem Fall eine große Rolle. Die Ermittler hatten die physikalischen Beweise, das Glas und die Lacksplitter von Nicoles Bluse. Damit konnten wir wissenschaftlich belegen, dass wir mit dem Truck auf der richtigen Fährte waren, die uns schließlich zum Verantwortlichen dieses Verbrechens führte. Die Globalisierung der Automobilindustrie hat uns auch gezwungen, heute international zu arbeiten und eine Lacksammlung nicht mehr alleine beim BKA bei uns auszubauen und aufzubauen, sondern mit anderen Institutionen, europaweit, ja weltweit. Erstmals wurde in diesem Fall eine Computeranimation als Beweismittel vor einem US-Gericht in Florida zugelassen. Wir können das Original reproduzieren, ohne dafür Autos zu zerstören. Noch brauchen wir Leute, die es nachstellen. Wir können den Geschworenen virtuell zeigen, wie der Unfall passiert ist, und zwar auf den Millimeter und auf die Millisekunde genau. Es ist sehr präzise, auf eine anschauliche Art und Weise. Nun, ich glaube, dass die Computeranimation künftig eine große Rolle spielen wird. Animationen waren früher extrem teuer. Dank der Technik sind sie heute billiger, einfacher und weniger zeitintensiv. Darum glaube ich, dass sie bei Strafgerichtsverfahren in solchen Fällen künftig öfter genutzt werden, um zu verdeutlichen, wie sich der Vorfall nach Meinung der Experten abgespielt hat. Die Versuche, das Urteil anzufechten, weil die Computeranimation als Beweismittel zugelassen wurde, sind erfolglos. Das Berufungsgericht ist ebenfalls der Ansicht, dass die virtuelle Demonstration des Unfalls rechtsgültig ist. 4 Tage vor dem Unfall war Pierce nach einer Strafe wegen Fahrens ohne Führerschein aus dem Gefängnis entlassen worden. Auch an dem Unglückstag hatte er keine Fahrerlaubnis. Es ist der Morgen des 19. Oktober 1992. Die 23-jährige Laura Horteling geht zum Bahnhof. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit. Doch dort kommt sie nie an. Einen wichtigen Hinweis auf ihr Verschwinden liefert eine seltsame Haarsträhne, die man in ihrer Bürste findet. Laura Horteling ist eine ehrgeizige junge Frau. Sie hat gerade die Harvard-Universität abgeschlossen und wohnt jetzt wieder bei ihrer Mutter Penny. Laura arbeitet in einer Firma in Washington, die Öffentlichkeitsarbeit macht. Am Samstag vor ihrem Verschwinden ist Laura beim Gold Cup Pferderennen in Virginia.
Sonntags telefoniert sie gegen Mitternacht mit einem Arbeitskollegen und verabredet sich mit ihm für den nächsten Morgen im Büro. Als Laura nicht bei der Arbeit erscheint, ruft ihr Kollege bei ihr zu Hause an. Niemand antwortet. Lauras Mutter ist auf einer Geschäftsreise. Lauras Bruder Warren wird benachrichtigt. Als er zum Haus kommt, steht die Hintertür offen. Es fehlt aber nichts. Die Zeit verging und niemand hatte etwas von Laura gehört. Das war sehr untypisch für sie. Wir prüften ihr Bankkonto und ihre Kreditkarten, doch sie hatte nirgends Geld abgehoben, was sie zum Leben gebraucht hätte. Eine Bekannte, die an einer Bushaltestelle wartet, sieht, wie Laura am Montagmorgen um 8.20 Uhr das Haus verlässt. Sie berichtet, dass Laura eine beigefarbene Hose, einen Trenchcoat und eine Tasche bei sich trug. Sie ging Richtung Bahnhof, vermutlich auf dem Weg zur Arbeit. Sie sagte, dass Laura sie sonst jeden Morgen grüßte oder ihr zugewinkt hat. Doch an diesem Morgen tat sie es nicht. Sie vermutete, Laura hatte es sehr eilig. Am Bahnhof werden Flugblätter mit Lauras Foto verteilt, in der Hoffnung, dass sie jemand gesehen hat. Die Polizei sucht auch den Weg zwischen Bahnhof und Wohnhaus nach möglichen Spuren ab, findet aber nichts. Als die Polizisten Lauras Schlafzimmer durchsuchen, bemerken sie das Fehlen eines Bettlakens auf der Matratze. Laut ihrer Mutter machte Laura ihr Bett immer selbst, bevor sie zur Arbeit ging. Vier Tage nach dem Verschwinden von Laura finden die Ermittler etwas Verdächtiges in einem Wald unweit des Hauses. Unter einem Baum liegt ein Kissen mit blutigem Bezug. Ich sah sofort, dass das Muster des Kissenbezuges dasselbe war, das ich ein paar Tage zuvor in Laura Hortelings Bett gesehen hatte. Das Blut vom Kissenbezug hat Blutgruppe A, Lauras Blutgruppe. Sherlock, ein Spürhund der Polizei, soll mit Hilfe von Lauras Kleidungsstücken Witterung aufnehmen. Im Wald läuft Sherlock direkt zu dem Baum, an dem die Polizei den blutigen Kissenbezug gefunden hat. Der Hund folgt dem Geruch über einen Parkplatz vor einer Kirche, durch ein Wohngebiet bis zur Hintertür von Laura Hortelings Haus. Der Hund hatte eine Spur und lief die ganze Strecke. Das zeigte uns, dass er definitiv auf Laura Hortelings Spur war. Die Polizei vermutet ein Verbrechen, doch sie hat keinen Verdächtigen. Wir haben so ziemlich mit jedem gesprochen, der Laura kannte oder sie in den letzten ein, zwei Jahren gesehen hatte. Doch niemand konnte uns einen Grund nennen, warum ihr irgendjemand hätte Schaden zufügen sollen. Die Polizei wundert sich, dass der Hund auf Lauras Spur zur Hintertür lief. Hatte man sie doch am Tage ihres Verschwindens aus der Vordertür kommen sehen. Um herauszufinden, ob das Blut auf dem Kissen von Laura stammt, wird eine Blutprobe von ihrer Mutter und ihrem Bruder genommen. Anhand eines speziellen DNA-Tests können die Wissenschaftler feststellen, ob das Blut biologisch von Lauras Mutter abstammt und mit dem ihres Bruders verwandt ist. Und tatsächlich, das Blut auf dem Kissen ist von Laura Hortling. Basierend auf den Ergebnissen suchen die Ermittler nach weiteren Spuren in Lauras Schlafzimmer. Der Teufel liegt dabei oft im Detail, weiß Dr. Dietrich Inhülsen vom LKA in Hannover. Er ist Experte für Faserspuren. Viele Spuren sind vor Ort mit bloßem Auge oder unbewaffnetem Auge nicht zu erkennen und dabei benutzt man Hilfssysteme, um sie auffällig zu machen. Und dazu zählt zum Beispiel auch das Lunarlight-Verfahren mit seiner spezifischen Lichtgebung.
Für das Luma-Light-Verfahren wird eine Lampe mit hoher Lichtintensität genutzt, unter der Objekte fluoreszieren. Dazu werden verschiedene Farbfilter eingesetzt. Kaum erkennbare Haare oder Kleiderfasern fangen darunter an zu leuchten. Auch die Ermittler in Maryland nutzen dieses Verfahren. Sie untersuchen Lauras Schlafzimmer mit Luma-Light, finden aber keine Spuren. Möglicherweise hat sich Blut auf der Matratze befunden, das mit Wasser oder Reinigungsmitteln entfernt wurde. Für die Suche wird Luminol eingesetzt. Luminol ist eine Flüssigkeit, die auch der deutsche Blutspurexperte Dr. Marc Benecke schon eingesetzt hat. Luminol ist eine Verbindung, bei der eine Substanz, die leuchten kann, aber nicht die ganze Zeit leuchtet, erstmal verdünnt wird. Und wenn man sie dann auf Blut aufsprüht, führt es dazu, dass die Leuchtreaktion angeregt wird. Sie läuft so langsam ab, dass man sie normalerweise nicht sieht. Jetzt läuft sie auf einmal ganz schnell ab und alle Flächen, auf denen geringste Mengen Blut noch vorhanden sind, werden dann zum Leuchten gebracht. Das zeigt das Beispiel dieses Fußabdrucks. Auf der oberen Hälfte der Platte wurde der Fußabdruck weggewischt. Mit Luminol besprüht, fängt auch das weggewischte Blut im Dunkeln an zu leuchten. Und auch auf Lauras Matratze kommen mit dem Luminol Blutflecken zum Vorschein. Auf der linken Seite der Matratze tat sich nichts. Aber als wir die rechte Seite besprühten, sahen wir Stellen, an denen es stark leuchtete. Und zwar vom Kopfende der Matratze bis runter zum Fußende. Das Luminol enthüllt weder Blutspritze an den Wänden noch an der Decke. Somit kann eine Schießerei oder Schlägerei ausgeschlossen werden. Auch im Rest des Hauses werden keine weiteren Blutspuren gefunden. Das ließ uns vermuten, dass Laura in ihrem Bett angegriffen und dann mit dem Bettlaken aus dem Zimmer gebracht wurde. Als nächstes untersuchen die Gerichtsmediziner die Haarbürste von Lauras Schlafzimmerkommode. Sie finden 30 Haare, die vermutlich von Laura stammen. Alle sind gleich, bis auf eins. Als ich die Haare von der Bürste prüfte, bemerkte ich, dass eins davon kein menschliches Haar, sondern eine synthetische Faser war. Die Faser wird als eine künstliche Strähne von einer Perücke identifiziert. Das mikroskopische Bild ist gerade bei Perückenhaaren und gerade bei hochwertigen Perückenhaaren äußerst spezifisch und durch die aufwendige Herstellung entspricht es nicht dem natürlichen Faseraufkommen, wie wir es aus Kleidungsstücken kennen. Penny Horteling sagt, ihre Tochter habe nie eine Perücke getragen, noch eine besessen. Dieses Beweisstück war sehr wichtig. Warum befand sich eine Perückenfaser in der Bürste auf der Schlafzimmerkommode? Die Rechtsmedizinerin untersucht auch den blutigen Kissenbezug, der im Wald gefunden wurde. Einige Stellen sehen so aus, als wäre dort ein blutiges Messer abgewischt worden. Ein weiterer Blutfleck fällt ihr besonders auf. Die Umrisse des Flecks waren anders als die Webstruktur. Es gab genug andere Stellen, wo es übereinstimmte, deshalb fiel mir das auf. Es scheint ein Abdruck zu sein. Um diesen vom Stoff zu separieren und genauer untersuchen zu können, nutzen die Wissenschaftler das proteinhaltige Mittel Amido Black. Eine Waschlösung wird aufgetragen und schließlich destilliertes Wasser. Mit dem Verfahren gelingt es, einen Daumenabdruck zu finden. Wir setzten uns mit der Familie, das heißt mit Lauras Mutter und Bruder zusammen und erklärten ihnen, dass wir anhand der Menge des Blutes und der Umstände annahmen, dass Laura vermutlich im Schlafzimmer ermordet wurde. 10 Tage nach dem Verschwinden von Laura Horteling sagt ihre Familie den Reportern, dass sie vermuten zu wissen, was passiert ist. She was first considered to be a missing person.
Zuerst galt sie als vermisst, aber die modernen technischen Untersuchungsverfahren der Polizei weisen darauf hin, dass sie hier gestorben ist. Es gibt viele Leute hier, die sich große Sorgen um meine Schwester machen. Und ich denke, sie sollten erfahren, was wir wissen. Lauras Bruder Warren erzählt der Polizei von einem Vorfall mit dem Gärtner Haddon Clark, der als Teilzeitkraft bei seiner Mutter arbeitet. In der Nacht nach Lauras Verschwinden sieht Warren den Gärtner am Haus seiner Mutter vorbeifahren. Als er ihn nach Laura fragen will, flüchtet dieser. Die Polizei kennt den 40-jährigen Clark von einer früheren Festnahme wegen Einbruchs. Und er war verdächtig, als vor ein paar Jahren ein junges Mädchen verschwand. Der Fall wurde nie gelöst. Clark hat einen angeborenen Gehirnschaden und deshalb des Öfteren Schwierigkeiten. Er ist ausgebildeter Koch, wurde aber zu oft gekündigt. Neben der Gärtnerei versucht er es auch in anderen Jobs. Er war bei der Navy, wo er als schizophrener Paranoiker diagnostiziert und entlassen wurde. Clark ist obdachlos und schläft in seinem Auto. Das parkt vor der Kirche, nicht weit vom Wald entfernt, in dem die blutige Kissenhülle gefunden wurde. Eine Woche vor Lauras Verschwinden hat Clark eine Auseinandersetzung mit Penny Hotling, weil Werkzeug im Schuppen fehlt. Die Familie deponiert dort auch Schlüssel für die Hintertür. Die Polizei überprüft Clarks Rechnungen. Mit einem Scheck hat er Tage zuvor ein Klebeband, einen Strick und eine Nylonschnur gekauft. Verdächtig ist aber vor allem, dass auf dem Scheck Lauras Name vermerkt ist. Hat Clark etwas mit dem Verschwinden von Laura zu tun? Die Polizei glaubt, dass Laura Hotelling ermordet wurde. Der Hauptverdächtige ist Haddon Clark. Auf einem Scheck, mit dem er einen Strick, Klebeband und eine Nylonschnur bezahlt, steht Lauras Name. An dem Tag, an dem Laura verschwindet, kauft er außerdem ein Bettlaken. Es ist zu groß für die Matratze in seinem Auto, passt aber genau auf Lauras. Zudem finden die Ermittler heraus, dass Clark im 450 Meilen entfernten Warwick einen Lagerraum gemietet hat. Ein Angestellter des Lagerbereichs erzählt der Polizei, dass Clark zwei Tage nach Lauras Verschwinden in seinem Lagerraum war. Mit einem Durchsuchungsbefehl beschafft sich die Polizei Zugang zum Lagerraum und entdeckt die geheime Seite von Haddon Clark. Er hatte Schaumgummi-Einlagen, die er in BHs legte. Er hatte BHs, Kleider, Damenschuhe, Damenmäntel und Perücken. Er hatte alles, um sich als Frau zu verkleiden. Ist es möglich, dass die Person, die aus dem Haus der Hotelings kam, gar nicht Laura war, sondern der verkleidete Haddon Clark? Penny Hotling gibt der Polizei noch einen wichtigen Hinweis auf Lauras Kleidung. Laura trug nie Hosen. Sie war eine große Frau und zog nur Röcke und Kleider an. Sie wollte ihre Größe nicht betonen. Sie trug keine Hosen und besaß auch keine. Die Fasern der Perücken aus Clarks Lagerraum werden mit der Faser aus Lauras Haarbürste verglichen. Es war einfach, da wir die Perücken schon nach der Farbe aussortieren konnten. Hellblond oder andere Farben kamen nicht in Frage, da wir es bei dieser Perückenfaser mit einem Braunton zu tun hatten. Bei der mikroskopischen Untersuchung blieb nur eine Faser übrig, die mit der aus der Haarbürste identisch war. Um jeden Zweifel auszuschließen, wird zur Faseranalyse ein Mikrospektralfotometer eingesetzt, das zwischen Tausenden von Farben genau unterscheiden kann. Auch Dr. Dietrich Inhülsen arbeitet mit dieser Technik.
Ein Mikrospektralfotometer oder Mikroskopfotometer ist ein Photometer, was nur im mikroskopischen Bereich arbeitet. Es ist zur Bestimmung der Farbgebung von mikroskopisch kleinen Teilen geeignet. Wir benutzen es hier unter anderem für Faseruntersuchungen, um die Einfärbung von Fasern zu bestimmen. Farben werden vom Hersteller als Warenzeichen eingetragen und damit vor Kopien geschützt. Die Farbe der Perückenfaser auf Lauras Bürste ist mit der von Clarks Perücke identisch. Die Farben waren identisch. Die fragliche Faser stimmte mit der aus der Perücke überein. Es war derselbe Farbstoff, dieselbe Industrienorm und vermutlich stammten sie aus derselben Färbung. Als zweites Beweismittel hat die Polizei den Daumenabdruck auf dem Kissenbezug. Ein Vergleich mit Haddon Clarks Daumenabdruck beweist die Identität. Die Polizei weiß nun, dass Haddon Clark, verkleidet als Laura, den Tatort verlassen hat. Aber wohin hat er Lauras Körper gebracht? Haddon Clark wird verhaftet und wegen Mordes an Laura Hotelling angeklagt. Die Leiche bleibt verschwunden. Dennoch hofft die Staatsanwaltschaft, die Geschworenen überzeugen zu können, dass Laura Hotelling tot und Haddon Clark ihr Mörder ist. Die Verhandlung soll am 14. Juni 1993 beginnen. Doch sie findet nie statt. Der Verteidiger im Fall Hotelling plädiert auf schuldig. Das wurde akzeptiert. Er plädiert auf Mord zweiten Grades. Als Teil der Verfahrensabsprache verrät Clark den Staatsanwälten, wo er Lauras Körper begraben hat. Er führt sie zu dem Grab weniger als eine halbe Meile von Lauras Haus entfernt. Seit Laura Hotellings Verschwinden sind 8 Monate vergangen. Aus dem Boden ragte ein Skelettteil des Körpers hervor. Der Rest des Körpers lag unter der Erde. In ihrem Haar werden Reste von Klebeband gefunden. Der Rechtsmediziner Dr. Laron Locke untersucht ihren Körper. Der Körper war mehr oder weniger nur noch ein Skelett. Nur wenige Strukturen im Körper waren noch erhalten. Die meisten Organe waren schon verwest. Die Überreste werden mit Röntgenaufnahmen von Lauras Gebiss identifiziert. Bei seiner Untersuchung entdeckt Dr. Locke die Todesursache. Es gab einen Fehler in der Knochenstruktur eines Halswirbels. Dort ist die sogenannte Schilddrüsenarterie. Ein Teil dieser Arterie wurde in 2 Hälften geschnitten und man sah noch dunkle Farbe an der Schnittoberfläche der beiden Teile, was auf eine Blutung hinweist. Wir konnten diese Stelle sezieren und ein Blutgefäß finden, das mit einer Arterie übereinstimmte, die durchgeschnitten worden war. Im Autopsiebericht steht auch Erstickung als mögliche Todesursache. Clark gesteht, Laura erstickt zu haben. Clark gesteht ebenfalls, ein Messer und eine Schere benutzt zu haben, die sich als Blutspuren auf der Kissenhülle abbilden. Wenn man die Schere auf diesen Flecken hält, sieht man, dass sie sich tatsächlich mit dem Fleckenumriss auf dem Kissen deckt. Sein Motiv enthüllt Clark nicht. Die Polizei vermutet, dass Clark wütend war nach dem Streit mit Lauras Mutter. Als wir in seiner Vergangenheit forschten, fanden wir heraus, dass, wann immer ihm eine Frau in die Quere kam, er sich an ihr rächte. Es ist schwierig zu sagen, warum. Und ich weiß auch nicht, ob wir das je erfahren werden. Mit Clarks Geständnis und den Beweisen der Polizei können die Staatsanwälte nachvollziehen, was mit Laura Hotelling am Morgen des 19. Oktober 1992 passiert. Haddon Clark betritt irgendwann nach Mitternacht das Haus durch die Hintertür. Er weiß, dass Penny Hotelling nicht zu Hause ist. Er nimmt ein Messer und die Schere aus der Küche und geht in Lauras Schlafzimmer.
Er erstickt sie und sticht dann auf sie ein. Clark benutzt die Schere, um Lauras Ohrringe zu entfernen, wodurch der Blutabdruck auf dem Kissenbezug entsteht. In diesem Blut wird später mit Amido Black ein Teil des Daumenabdrucks entdeckt. Im Haus gibt es keine Blutspuren, da Clark den Körper in das Bettlaken wickelt. Als er Laura zum Wald trägt, fällt das blutige Kissen mit seinem Daumenabdruck versehentlich zu Boden. Vor der Dämmerung kehrt er nochmal ins Haus zurück, um das Blut aus der Matratze zu entfernen. Doch das Luminol enthüllt die Spuren. Bei Tagesanbruch muss Clark das Haus unbemerkt verlassen und verkleidet sich als Laura. Bevor er geht, macht er jedoch einen Fehler. Er kämmt seine Perücke mit Lauras Bürste und hinterlässt somit eine Faser, die ihn mit dem Verbrechen in Verbindung bringt. Am selben Tag kauft er ein Ersatzlaken für Lauras Bett. Als Clark in der nächsten Nacht Lauras Bruder begegnet, wollte er das Laken vermutlich ersetzen. Mit einem halben Daumenabdruck und einer Perückenfaser wird Haddon Clark des Mordes an Laura Hotelling überführt. Die Ermittler in einem englischen Seehafen haben ebenfalls wenig Spuren. Das Netz öffnet ein wässriges Grab und enthüllt damit ein verborgenes Geheimnis. Als der 30-jährige John Coppick einen toten Körper an Bord zieht, muss er eine Entscheidung treffen. Eine Wasserleiche gilt unter Fischern als schlechtes Omen. Ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder löse ich die Schnur und er fällt wieder ins Wasser, oder wir ziehen ihn rein. Dann wird der ganze Fang beschlagnahmt und wir büßen einen Tageslohn ein. Brixham Coast Guard, this is a fishing vessel, Mile Carey. I've just hauled my gear 6 miles east of Tynmouth and I've got a body in the Cod Ends. This is Brixham Coast Guard. Could you please stay at your position and we'll send somebody out. Das Opfer ist ein Mann zwischen 40 und 50 Jahren. Der Grad der Verwesung lässt darauf schließen, dass der Körper weniger als eine Woche im Wasser war. Dr. Christian Schümer ist Rechtsmediziner an der Uni Saarland und kennt die Ursachen für das unterschiedliche Aussehen von Wasserleichen. Bei Wasserleichen kann man eine hohe Variabilität im Aussehen antreffen. Es gibt durchaus sehr schnelle Verwesungsprozesse, die zu einem Ablösen der Oberhaut, Waschhautbildung an den Händen mit Abziehbarkeit der Oberhaut und der Fingernägel führen kann. Der Leichnam wirkt gedunsen und im Gegenzug haben wir andere Leichen, die in sehr kalten Gewässern aufgefunden werden, die quasi noch frisch anmuten mit einer geringen Welkung der Oberhaut, aber durchaus nicht vermuten lassen, dass sie längere Zeit unter Wasser gelegen haben. Das Opfer trägt ein kariertes Hemd, einen Ledergürtel und eine Korthose, deren Taschen nach außen gestülpt sind. Als ich den Körper untersuchte, bemerkte ich eine Tätowierung auf der Hand. Ich dachte, das sind Sterne und schrieb das auch in meinen Bericht. Ich hatte noch nie eine solche Tätowierung gesehen, zumindest nicht bei britischen Fällen. Der Körper weist Verletzungen an Hüfte und Bein sowie eine Wunde am Hinterkopf auf. Kopfverletzungen können einem Rechtsmediziner manchmal Kopfschmerzen bereiten. Einerseits gibt es Fälle, bei denen der Schädel schwerst traumatisiert ist und wir von außen, siehe kleine Kinder, kaum erkennbare, wertbare Verletzungsmuster sehen und trotzdem tödliche innere Verletzungen vorliegen können. Andererseits gibt es Fälle mit beeindruckenden Kopfschwartenverletzungen durch Schlagwerkzeuge und andere Mechanismen, in einem im Kopf jedoch keine
todesursächliche Komplikation festgestellt werden kann. Die Kopfverletzung führte vermutlich zur Bewusstlosigkeit, ist aber nicht todesursächlich. Er war ertrunken, das ließ sich ganz einfach durch die Untersuchung der Lunge feststellen. Aber es war schwer herauszufinden, warum er im Wasser war und ertrank. Einen Hinweis könnte die Uhr des Opfers liefern. Es ist eine Schweizer Rolex, die am 22. Juli stehen blieb. Jede Rolex hat eine Geschichte. Rolex hat ein außerordentliches Erfassungssystem. Jede Uhr hat eine eigene Seriennummer. Sie ist auf der Uhr versteckt vermerkt. Für jeden Besitzer werden lebenslang detaillierte Informationen über die Uhr und die Betriebsanleitung verwahrt. Die Firma Rolex gibt als Besitzer der Uhr Ronald J. Platt an. Die Polizei kontaktiert die Verwandten. Sein Bruder identifiziert Ronald Platt anhand der Tätowierung, die ein Ahornblatt darstellt. Ronald Platt ist ein 50-jähriger geschiedener Fernsehtechniker. Er hatte keinen regelmäßigen Kontakt zu seiner Familie und wurde deshalb nicht vermisst gemeldet. Platt lebte in Essex County, über 300 Meilen entfernt vom Fundort Devon. In seinem letzten Mietvertrag gibt er einen David Davis als Referenz an. Ich rief David Davis auf seinem Mobiltelefon an und teilte ihm mit, dass wir einen Toten aus dem Meer geborgen haben, der vermutlich sein Freund Ronald Platt ist. Davis teilt der Polizei mit, dass er und Platt Freunde sind, sich aber seit über 3 Monaten nicht gesehen hätten. Davis ist ein 50-jähriger Finanzberater aus Kanada, der mit seiner Frau Noelle und den beiden Töchtern in England lebt. Sie wohnen in dem kleinen Dorf Woodham am Ende einer Sackgasse. Als die Polizei zum Verhör zu Davis fährt, klopft sie versehentlich an die falsche Tür. Der ältere Herr sagte, nein, sie haben sich im Haus geirrt und zeigte dann auf die nächste Tür. Folglich fragt der kleine Herr, ob dort David Davis wohnt. Und der ältere Herr antwortete, nein, nein, da lebt kein David Davis. Dort wohnt Ronald Platt. Er lebt dort mit seiner netten Frau und 2 kleinen Kindern. Ich konnte nicht glauben, was er sagte. Es war eigenartig. Der Mann, den ich für tot hielt und der auch identifiziert war, lebte noch, und zwar in Woodham. David Davis gibt sich offensichtlich als Ronald Platt aus. Hier stimmte etwas nicht. Wir überprüften David Davis, ob er eine falsche Identität vortäuschte und ob sich dahinter noch mehr verbarg. Warum tritt ein Kanadier als Ronald Platt auf, dessen Leiche auf dem Grund des Englischen Kanals gefunden wird? Davis' Vergangenheit liefert beunruhigende Informationen. In den letzten 3 Jahren wurden alle Rechnungen von Davis mit Schecks und Kreditkarten bezahlt, unterschrieben von Ronald Platt, auch nachdem Platts Leiche bereits gefunden war. Davis lernt Ronald Platt durch Elaine Boyce kennen. Sie arbeitet in Davis' Londoner Firma. Elaine und Ronald sind zu der Zeit ein Paar. Dann erfährt die Polizei, dass Davis ein Segelboot hat. Es liegt in Devon, nur ein paar Meilen von der Stelle entfernt, an der Ronald Platts Leiche gefunden wurde. Die Polizei prüft die Anruflisten von Davis' Mobiltelefon. Sie registriert Anrufe aus der gleichen Gegend, in der Platts Körper gefunden wurde, und das zu der Zeit, als Platt ertrunken ist. Davis behauptet, er habe Ronald Platt seit Monaten nicht gesehen. Zeugen wollen die beiden aber kurz vor Platts Tod in der Gegend von Devon gemeinsam gesehen haben. Er log ganz eindeutig. Weil er auch noch Ronald Platts Identität annahm, nahm ich Kontakt mit Essex auf und sagte, dass sie die Anklage ändern und ihn nicht wegen Scheckbetrug, sondern wegen Mord verhaften sollten.
Am Morgen des Halloween 1996 wartet eine bewaffnete Polizeieinheit vor Davis Haus, um ihn zu verhaften. Plötzlich kommt ein Taxi, das den Polizeieinsatz behindert. Davis steigt in Windeseile ein und will flüchten. Ein Streifenwagen schafft es, das Taxi einzuholen und zwingt den Fahrer auf dem Seitenstreifen anzuhalten. Ein Polizist mit einem großen Gewehr steigt aus und richtet es durch das Fenster genau auf Davis Kopf. Er sagt: Schau mir in die Augen. Steig aus und schau immer in meine Augen. Warum wollte Davis flüchten? Und wer ist der Mörder von Ronald Platt? Als der Mordverdächtige David Davis versucht, vor der Polizei zu flüchten, ist seine 21-jährige Frau Noelle mit den beiden Töchtern noch im Haus. Emily ist 3 Jahre alt, ihre Schwester Lillian gerade 3 Monate. Die Polizei erlaubt Noelle noch eine Tasche mit Windeln zu packen. Ein Polizist schöpfte wegen der Tasche Verdacht und durchsuchte sie. Er entdeckte in der Babykleidung 4.000 Pfund in Bar und 5 Goldbarren. Und auch Noels Geldbeutel enthält belastende Beweise. Dokumente von Ronald Platt und seiner Freundin Elaine Boyce sowie die Geburtsurkunden der Kinder, in der Platt und seine Freundin als Eltern angegeben sind. Sie gab keine Erklärung ab. Sie sagte nur, dass sie während der Schwangerschaft medizinische Betreuung benötigte und für die Behandlung Elaine Boyce Personalausweis benutzte. Die Polizei staunte über den Altersunterschied. Es sind immerhin rund 30 Jahre. Sie sieht aus wie 20, eher älter als 50. Was geht hier vor? Sie führten eine intensive Befragung durch und es gelang, sie zum Reden zu bringen. Was sie herausbekamen, war überraschend. Sie sagte: Er ist mein Vater. Doch den Vater der Kinder nennt Noelle nicht. Davis weigert sich, jegliche Fragen zu beantworten. Bei seiner Verhaftung trägt er die Geburtsurkunde, den Führerschein und Kreditkarten von Ronald Platt bei sich. Unter den Papieren findet sich auch eine Quittung über einen Anker, der ein paar Tage vor Platts Verschwinden gekauft wurde. Diese Quittung leitet die Wende in den Ermittlungen ein. Sie fanden diese Quittung, auf der 7 Artikel standen. Sie stammte aus einem Geschäft namens Sport Nautic in Dartmouth. Unter diesen Dingen war auch ein 10 Pfund schwerer Anker.
Die Polizei befragt erneut den Fischer, der Ronald Platts Leiche aus dem Wasser gezogen hat. Wir bemerkten den Anker erst, als alle Geräte an Bord waren. Ich habe erst am nächsten Tag den Zusammenhang verstanden. Der verzinkte Anker diente vermutlich dazu, Platts Körper auf dem Grund des Englischen Kanals zu halten. Er löste sich, als der Körper mit den Fischernetzen nach oben gezogen wurde. Der Anker wird mit den Formen von Platts Verletzungen an Hüfte und Bein verglichen. Für einen Rechtsmediziner stellt es einen geradezu Idealfall dar, wenn man an einem Opfer geformte Unterblutungen der Haut feststellen kann. Manchmal lässt sich sogar auf das Tatwerkzeug oder die einwirkende Kraft rückschließen. Die Wunden an Hüfte und Bein sind durch die Enden des Ankers verursacht worden. Der Anker war scheinbar an Platts Gürtel eingehakt. Ich machte den Anker meinem Gürtel fest und konnte dann sehen und fühlen, wie er sich verdrehte. Er drehte sich genauso wie der Gürtel von Ronald Platt. Auf dem Anker werden Fasern gefunden, die mit dem Mikroskop untersucht werden. Es ist das Leder von Ronald Platts Gürtel. Zudem hat der Gürtel einen hellen Fleck. Diesen lässt die Polizei von einem Spezialisten untersuchen. Ich nahm eine Probe aus dem Fleckenbereich des Gürtels und eine Probe von der Oberfläche des Ankers. Die Probe wird unter einem Elektronenmikroskop analysiert. Der Fleck bestand überwiegend aus Zink, ebenso wie die Oberfläche des Ankers. Wenn man den Anker in eine bestimmte Position brachte, dann sah man, dass die Berührungspunkte mit den Verletzungen des Verstorbenen übereinstimmten. Weiterhin unbeantwortet ist, warum Ronald Platts Körper 6 Meilen vom Ufer im Englischen Kanal trieb. Der Ingenieur Dr. Bob Allen untersucht den Fundort und die dort herrschende Wasserströmung. Sie sagten mir, wo der Körper gefunden wurde. Jetzt ging es darum, herauszufinden, wo der Körper ins Wasser gelassen wurde. Wir studierten die Strömung, konnten aber nicht definitiv sagen, ob sie stark genug war, den Körper einfach so in Bewegung zu setzen. Dr. Allen führt ein Experiment durch, bei dem er die Situation vom Grund des Englischen Kanals nachstellt. Mit einem 10 Pfund schweren Anker an seinem Gürtel lässt er sich auf den Grund des künstlichen Kanals sinken. Wassertemperatur und Strömung entsprechen den Bedingungen im Englischen Kanal. Der Anker hält den Körper an einem Ort. Die Strömung war zwar die stärkste in dieser Bucht, aber dennoch war klar, dass der Körper sich nirgendwohin bewegt hatte, sondern an der Stelle, wo man ihn fand, auch versenkt worden war. Davis Segelboot, die Lady Jane, wird zur Untersuchung ins gerichtsmedizinische Labor gebracht. In der Kabine findet sich ein kurzes Haar sowie eine Plastiktüte aus dem Geschäft Sport Nautic, in dem Davis den Anker gekauft hat. Beides wird zur Untersuchung gegeben. Um auf der Plastiktüte Fingerabdrücke zu finden, kommt sie in einen luftdicht verschlossenen Kasten. Darin erhitzen die Wissenschaftler Superglue, einen Spezialklebstoff, dessen Dämpfe sich am Fingerfett absetzen. Taucht man die Tüte dann in eine farbige Flüssigkeit, werden die Fingerabdrücke sichtbar. Und tatsächlich, die Fingerabdrücke auf der Tüte stammen von Ronald Platt. Der DNA-Test ergibt, dass auch das Haar auf dem Sitzkissen von Ronald Platt stammt. Das heißt, Ronald Platt war auf Davis Boot. Doch es fehlt der Beweis, dass die Lady Jane dort gewesen ist, wo Platt im Meer versenkt wurde.
Schließlich untersucht die Polizei das Navigationssystem des Bootes. Es hat die Ortungssignale von 3 Satelliten aufgezeichnet und kennt somit Zeit und Position des letzten Aufenthaltsortes. Die Daten beweisen, dass Davis das Navigationssystem am 20. Juli nur 3,8 Seemeilen von der Stelle entfernt ausgeschaltet hat, an der Ronald Platt aufgefunden wurde. Die Rolex-Uhr zieht sich bei Bewegung von allein auf. Stoppt die Bewegung, läuft sie nur noch 40 Stunden weiter. Die Uhr blieb am 22. Juli stehen. Zurückgerechnet kommt man auf den 20. Juli, das angezeigte Datum auf dem GPS-Navigationssystem. Die fehlenden Teile des Puzzles sind, wer ist dieser Davis und warum hat er Ronald Platt getötet? Sein Name ist nicht David Davis. Aber wer ist er dann? Ein Mann, der mit seiner Tochter als Paar lebt und 2 kleine Kinder hat, deren Eltern unbekannt sind. Was ist sein Geheimnis? Die Polizei überprüft die Fingerabdrücke von Davis. Sie stimmen überein mit denen eines Mannes, der seit 6 Jahren als flüchtig gilt. Das war ein Volltreffer. David Davis wurde als Albert Johnson Walker, der meistgesuchte Mann in Kanada, identifiziert. Jetzt wussten wir endlich, wer er war. Albert J. Walker stammt aus Ontario, ist seit 22 Jahren verheiratet und hat 4 Kinder. Er hat über 4 Millionen Dollar von kanadischen Investoren unterschlagen. Seitdem ist er einer der weltweit meistgesuchten Verbrecher. Er war kurz davor, geschnappt zu werden. Deshalb floh er aus Kanada und nahm seine damals 15-jährige Tochter Sheena mit. So verschwand er fast vollkommen. Walker und seine Tochter leben in England unter dem Namen David und Noel Davis. Die kanadische Polizei war überglücklich. Wir haben Walker gefunden, wir haben ihn. Es herrschte große Aufregung. Ein kanadischer Polizist beschloss, Walkers Frau Barbara anzurufen und teilte ihr mit, wir haben Albert und ihre Tochter Sheena gefunden. Und Glückwunsch, Sie sind Großmutter. In England zieht Walker dieselbe betrügerische Investitionsmasche ab wie in Kanada. Er stellt Elaine Boyce als Assistentin der Geschäftsleitung ein. Ronald Platt war damals ihr Freund. Als Walker Elaines Dienste nicht mehr braucht, gibt er ihr so viel Geld, dass sie mit Platt nach Kanada zieht und dort ein neues Leben beginnt. Als Platt in Kanada ist, nimmt Walker seinen Namen an. Aber 3 Jahre später kommen Elaine und Ronald nach England zurück. Das bringt Walkers Pläne in Gefahr. Nun gab es 2 Ronald Platts, einen zu viel. Albert Walker musste seinen Freund loswerden. Albert Walker setzt seinen Plan in die Tat um. Er kauft einen 10 Pfund schweren Anker. Nicht für sein Boot, sondern für Ronald Platt. Am 20. Juli lädt Walker Ronald Platt zum Segeln ein. Mit einem stumpfen Werkzeug schlägt Walker Platt auf den Hinterkopf. Schon beim ersten Schlag verliert er das Bewusstsein. Dabei spritzt Blut auf die Plastiktüte und ein Haar fällt auf den Sitz. Dann zieht Walker Ronald Platt auf das Oberdeck, befestigt den Anker an seinem Gürtel und wirft ihn über Bord. Walker begeht 2 Fehler. Er versäumt, Platt die Armbanduhr mit der Seriennummer abzunehmen und rechtzeitig das Navigationssystem des Bootes auszuschalten. Albert Walker wird des Mordes angeklagt. Vor Gericht sagt Walkers Tochter Noelle gegen ihren Vater aus, den sie als furchtbaren Mann beschreibt.
Am 6. Juli 1998 spricht das Gericht Albert Walker des Mordes für schuldig und verurteilt ihn zu lebenslanger Freiheitsstrafe. In Kanada wird er wegen Betrugs in weiteren 32 Fällen beschuldigt. Albert Walker wird das Gefängnis nie mehr verlassen.